So, jetzt läuft alles. Jetzt müssten uns alle hören. Hallo, ja, das ist doch super. Willkommen, es geht los. Die beiden Finalisten sind schon da. Sie sind in einem anderen Raum, hören uns zu und wir sind hier zu dritt. Wie ich angekündigt habe, haben wir einen Überraschungsgast dabei. Und einige kennen ihn, einige vielleicht auch nicht. Es ist Thor, seines Zeichens. Ich weiß nicht, irgendwie 12.000-facher Gewinner von Blood Bowl 2, der DBBL. Und dementsprechend ordentlich Fachwissen hier, was wir gerne anzapfen wollen. Hallo Thor. Ja, schönen Abend. Mal schön, wieder hier zu sein. 12.000 waren es leider nicht, waren es nur 7 Meisterschaften, aber, ja, aber war auch ganz viel. 12 Finalteilnahmen oder so, ne? Also du warst ja also neben den 7 Siegen noch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Finalteilnahmen gehabt, wo du auch noch nur Zweiter geworden, also einfach ja. Nur Zweiter geworden bist. Ja, 5 Finals habe ich auch noch verloren. Ja, aber das ist halt so eine, genau. Kann man mitleben. Ja, ich würde auch sagen, ne? 7 gewonnen, 5 verloren, das ist ja auf jeden Fall eine positive Bilanz. Genau. Ja. Ja. Genau. Competition. Entschuldigung. Ich suche gerade irgendwie die Spiele und warte darauf, dass die jetzt das hier zeigen. Dass sie angezeigt werden. Deswegen hatte ich die akustisch gerade nicht verstanden. Noch einmal bitte. Ich habe noch Gralli gerade im Chat gegrüßt, weil er mich gegrüßt hat. Ja. Hey. Genau, und die Teams, also wir hatten gerade kurz bevor wir den Stream gestartet haben, hatten wir gerade die Diskussion, wann eigentlich in der Blood Bowl 3 Liga, in der wir jetzt gerade sind, ein Team-Reset stattfindet. Laut Regeln, wie das auch schon bei Blood Bowl 2 war, machen wir das ja immer noch so ungefähr 40 bis 50 Spielen, also ungefähr nach 4 Seasons. Ich habe gerade mal geguckt, wir haben jetzt 20 Spiele in etwa auf dem Kasten mit den Teams, die von Anfang an dabei sind. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall noch mindestens, also die nächste Saison auf jeden Fall, noch keinen Reset machen. Danach, wenn wir dann 4 Seasons voll haben, könnte es sein, dass wir den Reset machen. Genau. So, die beiden sind soweit. Sprinter hat den Münzwurf gewonnen. Also ich werde gleich mal schauen. Wenn ihr irgendwas an den Kameraeinstellungen oder so geändert haben wollt oder der Winkel euch nicht passt, schreibt es mir bitte. Ich mache auch die Farben irgendwie mit Blau und Rot an. Falls das irgendwie ja, das stört. Ist vielleicht tatsächlich ganz gut, dadurch, dass das ein Mirror-Match ist. Wird das sonst echt schwierig. Ja, vor allem auch Elfen ist eben ein bisschen schwieriger zu unterscheiden. Ja, von daher. ja, klar, wenn es auch für einen würde es ein bisschen anders aussehen, aber sehr, sehr ähnliche, sehr ähnliches Verhalten. Und irgendwie Figur, wie die sie da sind. Passt euch das mit den Skills oben drüber oder? Also, angefangen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mit, aber ja. Läuft. Alles. Ja, läuft. Ja. Danke. Sehr gut. Genau. Sprinter möchte als erstes den Ball haben. Ich denke, das macht auch keinen großen Unterschied. Sprinter? Quatsch. Nein, hier. Eins Risiko. Wer hat den Münzwurf gewonnen? Hier unten steht irgendwie eins Risiko, chooses to receive the ball. Und eins Risiko, würde ich sagen, Sprinter. Ja, genau, aber das heißt, er will. Dann Panther will nicht. Panther muss aufbauen, ja. Entschuldigung. Achso, okay. Ja, ja. Es sieht aber auch tatsächlich so ein bisschen so aus, als ob gerade das. Als ob Sprinter aufbauen würde, aber das stimmt nicht. Ich bin ja mal gespannt, die Teams sind ja relativ ähnlich. Ich glaube, Panther hatte so ein bisschen noch den Vorteil, aber dafür hatte Sprinter noch das ganze Sidestep auf den Blitzern, was ziemlich eklig sein kann. Aber ich denke mal, das Mighty Blow kann durchaus
zum Vorteil für Black Panther noch werden, wenn er da ein bisschen was rauskriegt. Genau, hier, wo war der jetzt? Oh, hatte ich gerade den Blitzer mit Multiple, hat er da weggestellt. Aber... Wir haben uns die Teams jetzt gar nicht vorher angeguckt und das mal gezeigt, ne? Hätte man natürlich mal machen können. Ja, das, wir sind direkt reingesprungen, weil wir mit denen das abgesprochen haben. Pitch Invasion. Ah, gleich mal Doppel-6 zum Anfang. Mhm. Ja. Ui. Ja, das ist, macht es zumindest ein bisschen leichter noch für... Zwei in der LOS gleich weg, also nur noch einer da. Ja. Aber zum Glück für ihn an der LOS, da ist es nicht ganz so schlimm. Ja, aber der Mighty Blower ist frei jetzt natürlich. Und hier der Blitzer ist ungeschützt. Genau, also, ja, da oben. Da kann er direkt rankommen. Oh, ein gleicher Stunt. Ja. Das ist ein angenehmer Start. Das stimmt. Blitzt gar nicht den Mighty Blow? Nee, hat mich verwundert, aber ja. Wahrscheinlich will er ja auch die Hexe natürlich schützen, die er gerade nach vorne gebracht hat. Sind wir genau vor der Sidestep-Entscheidung? Ne. Der Ball? Ganz da hinten. Der Ball ist ganz hier unten. Ja. Also. Ja, darf er keine 1 würfeln. Das stimmt. Sonst wäre er raus. Darf man Reroll einsetzen, wenn? Ja, okay, das ja, hat ja, sich klar. Alles erledigt. Ja. Drauf. Ich denke, außer dem Mighty Blow Blitz werden wir nicht allzu viel sehen. Mit den 4 gestunten Spielern kann er jetzt auch nicht so viel machen. Na gut, aber er geht schon mal. Zumindest versucht er ein bisschen Druck anzudeuten. Aufzubauen und schon. Das ist richtig tief, ja. Aber. Es wird wahrscheinlich eher so ein bisschen Alibi-mäßig sein, weil nächste Runde wird der Ballträger irgendwo Richtung Mitte gehen und können dann ganz gut abgesichert werden. Der ist noch. Okay, der kann aufstehen. Alles klar. Mhm. Und da haben wir ihn, den Blitz. Ja. Gerade eben nicht, trotz Mighty Blow. Genau, also ganz haarscharf vorbei, ja. Kaneda, womit soll es losgehen? Mit dem Paus oder mit den Rüstungsbrechern?
Ja. Herrlich. Ja, wie gesagt, das angedeutete irgendwie Drückchen wird jetzt gleich versucht zu unterbinden. Ah, das ist natürlich günstig. Aber schön auch gemacht, in die Richtung geschoben, wo er theoretisch beim Schieben noch einen weiteren Hit bekommen hätte. Ja, nicht nur einen. Also quasi so viel er wollte. Ja. Aber hat nichts gebracht. Nee. Aber wir haben den, wie sagt man, den Ansatz verstanden. Genau. Ja, Ben, das Blau-Rot ist gewollt. Das hatten wir extra so eingestellt oder habe ich extra so eingestellt. Das war gerade Thema, weil sonst die beiden Elfenteams schwerer zu unterscheiden sind. Ich kann irgendwann zwischenzeitlich mal das ausmachen, wenn du das Teamdesign siehst, aber generell wollten wir das bei dem Clanunterschied belassen. Dass man da das sehr gut unterscheiden kann. Ja, Printer in Blau. Black Panther in Rot. Genau. So. Also um es ganz ehrlich zu sagen, ich meine, theoretisch könnte man sogar das die Farben anmachen, weil sie sind doch relativ stark unterschiedlich, wie ich jetzt gerade sehe. Sprinter ist komplett in Weiß, Beige und Black Panther ist in Lila. Also es müsste eigentlich auch ausreichen, der Unterschied. Okay, ich habe es mal ausgestellt. Wenn ihr das anders haben wollt, sagt nochmal Bescheid. Default war Farben trennen. Wir lassen es jetzt mal so und dann... Genau. Wen haben wir hier alles im Voice-Channel, würdest du wissen? Also wir sind zu dritt. Matty, Sirk und ich, uns kennt ihr ja. Und wir hatten Thor als Nummer 3 gerade schon vorgestellt. Da waren aber noch nicht so viele da. Deswegen wiederhole ich das jetzt nochmal kurz. Thor, da musst du jetzt durch. Thor ist ein Spieler, der in Blood Bowl 2 12-mal insgesamt ins Finale gekommen ist während der gesamten Zeit, die wir da gespielt haben oder die er gespielt hat. Und hat 7-mal davon das Finale gewonnen. Dementsprechend, hatten wir gedacht, wir holen uns ein bisschen Kompetenz dazu. Und ein langjähriger Organisator der Blood Bowl 2 Blood Bowl Liga, ne? Der deutschen Blood Bowl Liga, genau. Blood Bowl 2. Also insofern. Ja, für die, die lange dabei sind, wissen. Wie bitte? Auch nicht das erste Finale, das ich kommentiere. Also schon ein bisschen Erfahrung dabei. Ja, also. Du kennst es, du weißt jetzt eher, wie sich Panther und Sprinter fühlen. Dann kannst du da irgendwie erzählen, wie man sich da so vorbereitet. Irgendwie geht man morgens joggen, isst man ganz viel Nudeln oder was macht man da an so einem Tag, wo das Finale ist? Ich glaube, die beiden haben einfach ein bisschen. Nichts, oder? Man muss ja mal gucken, dass man irgendwie den Kopf frei hat und sich konzentrieren kann. Ansonsten, die beiden haben ja auch schon irgendwie so ein bisschen Erfahrung. Vor allem mit Elfen. Also Sprinter spielt ja die ganze Zeit nur Dunkelelfen, der hat das bestimmt irgendwie schon 1000 Mal gespielt. Und Panther spielt ja auch meistens Elfen, also normalerweise sollte das eigentlich bei denen ganz locker gehen. Oh, faul sogar. Mhm. Aber nichts passiert beim Foul. Und du hast es, glaube ich, auch geschafft, mit wie vielen verschiedenen Rassen irgendwie das Finale zu gewinnen? Also mindestens 2, weiß ich. Mit 4. Dunkelelfen, Hochelfen, Nekros und Chaos. Ja. Oh, Double Dodge. Sehr schön. Ja. Ja, Panther hat jetzt seine Spieler wieder einigermaßen befreit, alle. Ja. Mhm. Genau, die am Anfang durch den wie hieß das Ereignis noch? Pitch Invasion. Genau, Pitch Invasion. Pitch Invasion. Genau, ich war gerade bei Officious Ref, aber das war's nicht, bei Pitch Invasion. Da hatte er 3 Spieler
Stunt bekommen, deswegen. Vielleicht noch, wir haben das gar nicht vorher, wie gesagt, gemacht, weil wir gleich in das Spiel reingestiegen sind. Vielleicht noch kurz mal zu sagen, also die Teams hatten 100.000 Teamunterschied. Also das Team von der Black Panther ist 100.000 mehr wert gewesen. Ich weiß gar nicht, was hat denn Sprinter sich an Inducements geholt? Konnte ich nicht sehen. Ich weiß nicht, wie viele Rerolls er normal hatte. Ob er da normal, also sie haben beide drei Rerolls. Beide haben drei Rerolls normal. Beziehungsweise Sprinter hat eben noch durch Leader noch einen mehr. Also vier. Okay. Also ja. Ich sehe gerade nicht, was er sich für Inducements geholt hat. Kann man das irgendwie hier im Spiel sehen? Ich weiß nicht, ob sie beide ein Apo hatten. Das haben sie beide noch. Ah, nee, hier hat sich schon ein Blattweiser Keck hat er sich geholt. Und ein Assistant Coach. Das wären nur 70.000. Ach so, Moment, der Value war, er hat Miss Next Game, alles klar. Mhm. Das heißt, da kommt dann nochmal 70.000 oben drauf. Das heißt, beide haben Miss Next Game, okay, alles klar. Das heißt, der Unterschied. Ich habe gerade mal K aufgemacht, wie Ben geschrieben hat, aber da ist das Wetter. Kickoff Event war Pitch Invasion. Habe ich jetzt so schnell nicht gesehen. Okay. Sprinter war mit einem Lineman durch. Genau, der tatsächliche Teamwert, der Value, der auf Warp Scores angezeigt wird, ist nicht der aktuelle, sondern der Teamwert für alle Spieler. Der aktuelle Teamwert von Black Panther war 1420. Und der von Sprinter genau, und der von Sprinter eben nur 1000 Moment. Aber es erklärt nicht, wie er dann sich Babe unten Assistant Coach holen konnte. Ja, okay, also auf jeden Fall sind das die beiden Inducements, die er hat. Ein Babe und ein Assistant Coach. Nichts Wildes auf jeden Fall. Und die haben es hier aber ein K.O. haben wir jetzt schon. Ja, halbe Halbzeit ist ja schon rum. Mit genau. Multiplow jede Runde. Sprinter hat es versucht, erst auf dieser Seite jetzt vorbeizukommen, also auf der linken. Dann war hier noch auf der rechten etwas. Jetzt wird Panther da wahrscheinlich dicht machen und den aufstehen und rausdodgen. Kann dadurch natürlich auch ein Es kann natürlich auch sein, dass sie im Gegensatz zum letzten Team, was auf Warpscores angezeigt wird, dass sie sich noch Leute ersetzt haben, neu gekauft haben oder sowas. Das kann natürlich sein. Mhm. Genau, ja. Also das würde es erklären. Dann hatten die wohl einen Teamunterschied von 70.000 und den hat Sprinter umgesetzt in einen Bloodweiser-Cack und einen Assistant-Coach. Mhm.
Ansonsten recht konservative Verteidigung jetzt hier. Mal gucken, jetzt sprint er langsam, muss er jetzt auch mal durch. Ja, also Turn 5, Sprinter hat mal gesagt, wenn er in Turn 5 noch hinter der Leine ist, dann fängt er an, nervös zu werden. Ja, mit Elfen kann man das schon machen. Also ich laufe auch mal als recht ungern nach vorne vor Turn 5. Ja, ja, klar. Aber ich denke mal, seine Taktik war wahrscheinlich jetzt eben in Turn 8 halt eben den ganz normal den Touchdown zu machen. Oh. Ui. Der wäre ungünstig gewesen. Fragt man sich aber, warum er unbedingt den genommen hat, aber gut. Ach, vielleicht mal sehen. Ja, oder ich meine, vielleicht will er die anderen noch anderweitig verwenden, natürlich. Ja, aber trotzdem ein bisschen unnötiger Würfelwurf. Ja. Und ein Würfel. Also, das kommt mir jetzt gerade echt ein bisschen komisch vor, was er da gemacht hat. Wow. Das ist ja auch nicht positiv ausgegangen. Nee, aber ich meine, gegen Tackle. Er wollte irgendwie da unbedingt jetzt durch. Also er wollte dann irgendwie zur Seite schieben. Aber er hat ihn nicht rerollt, den Tackle. Also es ist kein Snake Eyes gewesen. Lohnt ja, aber der Zug das? War jetzt irgendwie. Ja, der war komisch. Also schon, allein, dass er den Sprint gemacht hat. Gleich als erste Geschichte. Und ich dann denke den mal, er wollte Würfel jetzt unbedingt. Ja. Also ich denke mal, er wollte jetzt unbedingt da irgendwie durchbrechen. Aber es hat ja jetzt nicht so geklappt. Weil irgendwie. Aber er hätte ihn ja unbedingt. Reichen? Ja, was denn? Würde es euch reichen, an den Ballträger einfach nur ranzukommen, indem man jetzt hier den oder den wegblitzt und dann hier einen Durchgang hat und dann den Spieler ranstellt? Oder ist das zu wenig? Ich frage so ganz doof, weil ich noch nicht so oft Elfen gespielt habe, deswegen. Ja, ranstellen gegen Elfen ist meistens nicht erfolgversprechend, aber es macht trotzdem ein bisschen Druck, wenn dann wieder irgendwie Go for it, auf irgendwie die 2 kommt oder sowas und da hast einen Ballträger dran, Gegner dran stehen, ist natürlich ein bisschen problematischer, als das jetzt gerade eben war. Mhm. Ansonsten kann er halt entweder versuchen, jetzt wieder Richtung Ballträger zu gehen oder spielt halt wie bisher weiter so konservativ und macht dann seine doppelte Elfenreihe da. Ja, wobei, also momentan, also Sprinter hat ja nur noch 10 Mann auf dem Feld und eine ist jetzt Stunt durch diese 1 beim Dodge. Und einer liegt noch am Boden. Das heißt also, theoretisch ist das genau der Zug, wo jetzt richtig Druck aufgebaut werden kann. Es sind und, zumindest im Cage alle Spieler markiert auch gerade. Genau, und wenn er jetzt alle von außen markiert und drumherum geht, dann bleibt Sprinter ja auch nicht mehr viel übrig. Und dann ist er halt wieder auf einen Würfelblock wahrscheinlich angewiesen. Guard gibt's auch nicht. Also ja, also ich würde wahrscheinlich jetzt in diesem Zug All-In gehen, tatsächlich. Als Dunkelelf. Also, ja, als Dunkelelf. Beide sind Dunkelelfen. Ja, ja, klar. Aber ja, die Sprinters-Dunkelelfen können halt auch relativ einfach da wieder rausdodgen. Also so ist ja nicht. Nee, das also, ist klar, man muss schon aufpassen, dass jetzt, wenn du da überall rangehst, dass der Sprinter jetzt nicht einfach irgendwo einen wegblitzen kann vorne und dann durchrennt und dann irgendwie einen Screen oder sowas hinten dran machen kann. Nee, klar. Das ist natürlich. Genau. Ah, es ist aber ein Blitz, den er macht, okay. Ah, okay. Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, aber gut. Ja. Ja. Jetzt liegen da zwei Hexen nebeneinander, oder? Ja. Also ich glaube, ich hätte an Black Panthers Stelle jetzt tatsächlich den Cage von außen versucht zuzustellen mit den Leuten und der Überhand, die man hat. Und klar, ist natürlich, wie Thor schon sagt, ist natürlich auch gefährlich. Aber jetzt kann er sich auch relativ leicht wahrscheinlich befreien. Aus der
Geschichte. Ja. Ja, das war halt jetzt die Risikovariante vom Panther. Ja. Wenn er den Ball irgendwie kriegt, ist ja, also wenn du dann den Konter-Touchdown machst, ist ja schon fast rum das Spiel. So ist jetzt ja, natürlich klar. Wieder alles offen. Ja. So müssen wir noch irgendwie gucken, wie er den Weg da durchfindet und den Ball dann noch absichern kann. Wir haben die ganzen Fragen zu Trü gestellt, Thor. Jetzt kam auch im Chat gerade noch von Ben die Frage, wann du denn und ob du denn wieder einsteigst. Also genau hat er gefragt, mein Plan brauchst du dich nicht mehr. Mein Plan ist ja nach dem Reset. Also dauert ja dann noch 2 Seasons. Und ja, lasse ich euch mal ein bisschen Vorsprung, dass ihr auch mal ein paar Meisterschaften gewinnen könnt. Ja, aber das ist doch schön. Dann wissen wir, dass es schon bald Nachwuchs gibt dann auch. Ja. Wir starten jetzt die nächste Saison mit 80 Spielern. Das ist echt gut. Also freut uns sehr. Ja, mit 50 hatten wir angefangen. Ja, da hat sich ja dann auch alles auf Blood Bowl 2 und Blood Bowl 3 verteilt. Jetzt ist ja Blood Bowl 2 ist jetzt ausgelaufen. Jetzt werden dann die meisten Leute dann wahrscheinlich früher oder später bei Blood Bowl 3 jetzt hier wieder anfangen. Aber ist ja auch gut genau. So. Also inzwischen ist es ja auch absolut machbar. Also die meisten schlimmen Fehler sind ja weg. Und ein paar Hiccups gibt es natürlich noch immer mal wieder. Auch nach jedem Season-Start gibt es immer wieder Hiccups und Sachen, alte Sachen, die wiederkommen, alte Fehler, die wiederkommen. Aber im Großen und Ganzen ist das ja jetzt absolut spielbar. Ja, teilweise ein bisschen unerträglich. Nach irgendwie gefühlt 10 Jahren Entwicklung. ja, auf jeden Fall. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ich bin ja bei Blood Bowl 2 erst eingestiegen, als es schon ausgelaufen war, also quasi als es schon keine Updates mehr gab, weil alles gefixt war und es eigentlich nicht mehr unterstützt wurde. Ich weiß gar nicht, wie schlimm das bei Blood Bowl 2 war auch und wie lange die gebraucht haben, bis sie da eine einigermaßen stabile Version hatten. Ganz am Anfang kann ich mich auch nicht erinnern, aber ich glaube bei Blood Bowl 2 jetzt auch irgendwie erstmal so ein 3-4 Jahr oder so es gedauert, bis die Liga ordentlich starten konnte. Und ja, dann gab es immer noch ein bisschen Fehler und dann als die Legendary Edition irgendwie so 2 Jahre nach dem ursprünglichen Release rauskam, war dann, soweit ich weiß, dann die alles behoben, was da noch an Bugs drin war. Ja. Aber davor gab es bei Blood Bowl 2 halt auch einige Sachen. Also ja. Ich kann mich noch an dieses komische Touchdown-Foul erinnern. Okay. Bei dem konntest du danach den Touchdown doch einen Foul machen, ohne dass du erwischt werden konntest. Das hat die, glaube ich, auch irgendwie so fast 2 Jahre drin, den Bug. Wow. Okay. Oh, geht zurück mit dem Ball. Ja, aber er hat auch eben, also das war wirklich auch Sprinter, hat eben gerade nochmal hier Both Down gehabt, ohne Block, den er rerollen musste, sonst wäre sein Ballträger frei gewesen. Also, wow. Mhm, das Snake Eyes. Ja, also das wird schon schwierig jetzt. Ja, es ist mit Elfen immer möglich, aber jetzt muss er, also mit dem Ballträger allein wird er nicht mehr reinkommen. Da muss er schon ein bisschen irgendwie mit Ballwerker und sowas arbeiten. Nee, ich glaube, er hat jetzt sich darauf eingestellt, deswegen ist er auch zurückgegangen, halt hier 0-0 in die Halbzeit zu gehen. Ja, aber das kannst du eigentlich auch nicht machen. Also du musst ja irgendwie davon ausgehen, dass der Gegner dann sein 1-0 in seiner Halbzeit macht mit Elfen. Also mit 0-0 würde ich dann nicht gerne in die Halbzeit gehen, also da würde ich dann schon irgendwie das probieren. Ja, aber du musst halt aufpassen, dass du dann nicht den Konterdat schon kriegst, ne? Also und momentan sieht es halt tatsächlich schlechter aus für Sprinter. Er hat auch nur noch einen Reroll. Hat schon 3 verbraucht jetzt in der Halbzeit, also. Die anderen Elfen werden bestimmt so zu 80% oder sowas ihren Touchdown in 8 Runden durchkriegen. Also wahrscheinlich verlierst du, wenn du deinen Touchdown hier nicht machst. Ja. Gut, Black Panther kann ich jetzt noch nicht so gut. Also ich weiß, dass er ein guter Spieler ist, hat sich ja auch gleich sozusagen in den ersten Tabletop-Turnieren, auf denen er aufgetaucht hat, dieses Jahr sehr, sehr gut gezeigt.
Und wie gesagt, Elfen sind ja wohl auch seine Lieblingsteams. Und insofern, ja, glaube ich, wird schwierig, aber Sprinter ist halt in der Defensive sehr gut, ne? Also vielleicht erhofft er sich, dass er das in der Defensive doch durchkriegt. Also. Bulle 2 hat. Also, ich würde sagen, in Platform 2 hat Panther auch schon mal im Finale gespielt und hat dann knapp verloren gegen Genifix. Das war irgendwie so eins der letzten Finals. Also, er hat auch schon ein bisschen was erreicht. Nein, auf jeden Fall. Ne? Also, ich sag ja, also er hat ja auf dem Dungeon Bowl, das war ja sein erstes Tabletop-Turnier, mit dem er in der Tabletop-Szene angekommen ist oder sich da gezeigt hat. Jetzt hat er ja gewonnen. Also das Turnier. Mit Waldelfen allerdings. Und auch beim German Team Bowl jetzt war er auch immer an Tisch 1 seiner Gruppe sozusagen. Auch mit Waldelfen allerdings. Also. Elifa schreibt im Chat gerade, nee, beim Bachelorette war er als erstes. Achso, Bachelorette war das erste Spiel. Okay, alles klar. Ja, gut. Okay, aber Dungeon Bowl hat er gewonnen. Bachelorette weiß ich nicht, was er da. Wie er da abgeschnitten hat. Genau, und zu Kaneda, ich habe da eine Frage gesehen mit der Division, ob das bei 10 bleibt. Da würden wir nach dem Finale was zu sagen, wie es generell weitergeht mit der Liga und so, wenn wir da die Auslosung auch haben. Der Reroll von Black Panther. Kann es leisten. Ja, ich würde auch sagen. Und Panther soll beim GTB die meisten Touchdowns gemacht haben. Das ist eine ziemlich gute Verteidigung jetzt. Also, das heißt, da wird es schwer für Sprinter durchzukommen. Und dann nicht mit den Würfeln. Nee, aber also ich weiß nicht, also ich glaube, also klar, er kann auch versuchen, da eine Touchdown-Bedrohung zu stellen, aber ich befürchte, dass er das auf 0-0 in die Halbzeit gehen muss. Wobei jetzt ja, auch finde ich die. Aber er muss jetzt wahrscheinlich noch irgendwie so 2-3 Touchdown-Bedrohungen reinmachen mit Dodgen, um halt dann irgendwie in der letzten Runde einen Pass spielen zu können. Und mit dem Ballträger kommt er nicht mehr rein und aber wenn Panther so defensiv stellt, kann er natürlich auch selber keinen Touchdown mehr machen. Also kann. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde auch, dass Panther jetzt, Black Panther sich jetzt auch nicht wirklich so hingestellt hat, also wirklich bedrohlich hingestellt hat. Er hat halt auch nur auf Mauern gestellt. Das heißt also, im Prinzip, wenn Sprinter möchte, kann er hier locker 0-0 in die Halbzeit gehen. Also sicheren Touchdown kriegt er jetzt natürlich nicht mehr hin, aber an seiner Stelle, also wenn Panther keine Touchdown-Bedrohung hat, kann er irgendwie einfach irgendwie so 2-3 Touchdown-Bedrohungen hinstellen, der Sprinter, und dann einfach in der letzten Runde mal den Pass probieren oder irgendwie eine Ballübergabe vielleicht. Ja. Ist ja dann kein Risiko mehr dabei. Ja, er versucht wahrscheinlich jetzt mit der Hexe zu liepen. Das ist die noch weit nach vorne kommt. Und dann wahrscheinlich noch den Blitzer an der Seite, ne? Der muss also sich gegen Tackle. Fehlt jetzt ein 3 plus oder 3 plus 2 plus? Dodge ist weg.
Komisch, da hätte ich zum Beispiel jetzt nur den Jump gemacht. Den 3 plus 2, einen Würfel weniger. Ja, er hat aber nur einen Reroll. Den wollte er jetzt, glaube ich, nicht riskieren. Oh, und tot. Aber er musste sowieso, den hätte den Reroll so oder so nehmen müssen. Denn den Dodge hat er schon im ersten Dodge verbraucht. Also da meintest du. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Also ursprünglich war ja natürlich hier sein Plan, erstmal rein zu dodgen und dann zu gucken. Aber ja, an der zweiten Stelle hätte er eigentlich einen Leap nehmen können. Hätte er sich das noch die zwei Flüsten am Ende erspart. Ja, genau. Eine Touchdown-Bedrohung ist vermutlich zu wenig. Ja klar, aber er wollte ja den anderen auch noch haben, aber dass der sich natürlich jetzt auch noch tötet, selber, das ist echt ärgerlich. Ja, wobei das... Er hat einen Apo benutzt und das war dann tot oder Smashed Knee und da hat er tot genommen. Ja, klar, Smashed Knee ist glaube ich auch Agility Down oder sowas oder Movement Down. Dann kann man auch sagen, gut, dann kaufe ich mir gleich einen neuen. Also was soll das? Ja, ist jetzt für das Spiel auch egal. Er ist auf jeden Fall raus. Ja. Genau. So, jetzt Panther mit dem 3-Würfel-Blitz wahrscheinlich. Hätte ich auch, und dann wird er wahrscheinlich im Zweifelsfall noch faulen, weil so ist es natürlich immer noch eine Bedrohung mit Jump-Up. Also wenn die Rüstung nicht durchgeht. Nicht mit der Hexe. Okay, damit ist Touchdown vorbei. Das reicht, genau. Meinst du, kommt jetzt auch noch das Foul, oder? Hat er noch einen Spieler zum Foulen? Ja, die Hexe hätte er, glaube ich, noch, aber das... Ja, mit der Hexe wird er wahrscheinlich nicht foulen. Ja. Aber er hat auch keine Touchdown-Bedrohung, falls. Na gut, aber Sprinter wird wahrscheinlich jetzt eh nichts mehr Dummes machen, wenn er irgendwie keine Chancen mehr hat. Oh, er stellt doch mal eine Touchdown-Bedrohung. Zwei Stück. Ja. Ja, na gut. Sprinter kann jetzt eh nichts mehr machen, der wird sich jetzt irgendwie noch seinen einen Blitz machen und sich dann einmauern und dann war es das wahrscheinlich mit der Halbzeit. Mhm. Und dann wird es schon hart für Sprinter in Unterzahl und der Gegner bekommt den Ball. Oh, aber auch mal schlechte Würfel, ja? Ach nee, das stimmt, es sind ja schlechte Würfel von Sprinter die ganze Zeit. Wollte ich sagen, jetzt hat auch mal Black Panther schlechte Würfel, aber es ist ja Sprinter am Zug. Ja, jetzt machen wir das schon einfach noch ein und hofft dann irgendwie, dass in der zweiten Halbzeit besser läuft. Ja. Ja, die sind aber auch echt schlecht, die Würfel, ne? Muss man ja mal sagen. Ziemlich sogar, ja. Ja gut, aber da muss er. Aber gut, klar, Black Panther kann jetzt natürlich machen, was er will. Hat ja nichts zu verlieren.
mit wenn er jetzt ganz viel Glück hat, könnte er jetzt einen Uphill-Block versuchen mit Wrestle. Und wenn er Glück hat, der gut läuft, läuft er ihn ein mit dem anderen. Ein bisschen gefährlich, falls die Hexe sich was bricht auf dem Weg, aber... Der Uphill-Block, das klingt nach Panther. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich die einzige Chance, die er jetzt hat. Er muss eine Hexe ranziehen, um die Assists da für den gegebenenfalls zweiten Block rauszuholen, damit es kein 3 Dice gegen sich wird. Und dann kann er jetzt mit dem 5 plus Dodge 2 Die Uphill mit Wrestle sind nicht ganz schlecht, die Chancen. Also ist halt die Frage, ob man es machen will und seine Hexe dabei riskieren will. Im Turnier auf jeden Fall. Jetzt in der Liga, wo er das nächste Saison noch spielen will. Aber ich meine Güte, das ist eine Wrestle-Hexe, die hat ja nicht viel mehr. Ja, also. Und Finale ist ja quasi wie Turnier. Also, ja, klar. Ja, also wenn du dein halbes Team verlierst und dafür das Finale gewinnst, ist ja auch okay. Ach guck mal, er macht sogar so und jetzt hat er sogar ein One-Die. Also genau, okay. Ich hätte so. Es ist besser tatsächlich, ja. Ja. Aber hat er noch also kommt er dann irgendwie noch den Ball dran und kann einen Touchdown machen? Ich ja auch. Naja, also je nachdem, wer es scattert hat. Irgendwie. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ja. Aber er kann natürlich auch einen Dump, also wahrscheinlich wird Sprinter einen Dump-Off machen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt macht Sprinter einen Dump-Off. Das verstehe ich nicht, warum? Er hat Safe Pass, also da hätte ja nichts mehr passieren können. Ja gut, doch, ein Inaccurate Pass hätte es werden können, wenn er 2. Ja, okay. Ja. Okay, das erklärt's. Ja, 0-0. Ja, und ein Mann Unterzahl, so wie es aussieht. Ja. Ja. K.O. sind beide wieder gekommen. Der Alex, also, der macht nicht mehr mit. Der will nicht mehr. Ja, der Apo hat's versaut. Gerne mal. Ja, jetzt muss er irgendwie verhindern, dass Panther an Turn 16 scored. Wenn Panther irgendwie früher scored, kann er immer noch den Ausgleich da machen. Die Konteroffensive. Oder halt ganz verhindern. Aber wird schon schwierig gegen Elfen. Auf jeden Fall. Ja. Also, die erste Halbzeit ging auf jeden Fall zugunsten von Black Panther. Ja, man kann schon fast sagen, deutlich. Ja, wobei, aber passiert ist es im Prinzip durch diesen einen Move in Turn 3, wo wir alle ein bisschen auch nicht verstanden haben. Also vielleicht haben wir den tieferen Sinn da nicht gesehen, aber das waren so ein paar unnötige Würfel. Ja, und jetzt noch ein Wie gesagt, das spielt ja auch nicht mehr direkt in die Karten. Und ja, genau, den einen, wo wir alle gezweifelt haben so, oder es nicht richtig verstanden haben, bin ich bei dir. Also ich denke, er wollte dann halt einfach Risiko gehen und in der Runde durchbrechen. Mit ein bisschen Risiko, aber es hat halt überhaupt nicht geklappt. Dementsprechend wurde es dann auch nichts mehr mit der restlichen Offensive. Ja. Wahrscheinlich wie vorher mal gesagt, wenn er hier Turn 5 noch nicht über die Mittellinie bin, werde ich nervös und da wollte er dann durch und ja. Yeah.
ist die Line zwar alles gelegt worden, aber alle noch auf dem Feld. Aber auch lustig, ne? Also ich meine, ich hatte ja echt das Gefühl, dass Sprinter durch den Anfang und wie das Spiel losgegangen ist, einen deutlichen Vorteil hatte, was die Offensive angeht, ne? Mit den drei Leuten, die bei der Pitch Invasion runtergegangen sind, da habe ich gedacht, ja, das müsste doch jetzt gut laufen. Und aber irgendwie hat er da, ja, also wie gesagt, da irgendwie dann die Kurve nicht mitgekriegt und dann diesen einen etwas, ja, weiß ich nicht, müssen wir ihn nachher mal fragen, was er da gemacht hat. Also ich kann mir das irgendwie halt bei Sprinter nicht so vorstellen. Also klar, ich gebe dir recht, Tor, was du sagst, kommt schon hin, aber das ist irgendwie so, klingt halt nicht nach ihm, ne? Ja, aber ich denke auch, die Pitch Invasion war weitgehend irrelevant. Also Sprinter wollte ja sowieso nicht schneller durchbrechen und dann nach ein paar Turns hat sich das auch ganz wieder relativiert. Also ich denke mal, die Pitch Invasion war relativ egal für das Spiel. Ja, aber ich glaube, also was ich meine, vielleicht hätte sie Sprinter besser nutzen können. Also das ist so mein Punkt. Also ich hätte zum Beispiel tatsächlich versucht, den Mighty Blower zu blitzen und hätte versucht, da so ein bisschen mich freizulaufen von der Line und er ist da ja voll reingegangen. Und aber gut. Ja, also die Injuries sind aber auch auf jetzt auch mal auf. Ja, genau, wollte gerade sagen, sind jetzt auch mal auf der Seite von Black Panther. Ja. Mhm. Allerdings nur ein Lineman, also den Tausch Lineman gegen Blitzer wird Panther, glaube ich, nicht hinterher weinen. Nee, mit Sicherheit nicht. Das stimmt. Und wahrscheinlich, wenn er ihn den nochmal anbieten würde, würde er ihn auch nochmal nehmen. Mathis hat gerade vom Augenblick im Chat geschrieben, dass er irgendwie nur so Bahnhof versteht. Ich vermute, dass wir irgendwie über die ganzen plus 5 Dodges oder so irgendwie gesprochen haben. Vielleicht können wir das auch nochmal aufschlüsseln. Oh. Okay, müssen wir auch nicht. Da ist erstmal. Ist ein Doppel-1 gewesen? Nee, nur eine einfache 1. Ein einfacher Dodge. Okay, hat er gelassen, alles klar. Ja. Genau. War ja auch der letzte, glaube ich, zum Spieler, mehr oder weniger. Ja. Das rerollt man nicht. Genau. Und Ben, vielen Dank für das Kompliment. Ah, Panther will jetzt aber auch noch nicht so wirklich nach vorne gehen. Macht jetzt da so ein bisschen Anti-Leap-Cage. Jetzt will er wahrscheinlich einen von denen hier noch mit rausnehmen, oder? Ja, Gott sei Dank, einen muss er doch rausnehmen, um den Cage hier zu machen. Hat er schon geblitzt? Ne, in dieser Runde hat er noch nicht geblitzt, ne? Ich glaube nicht. Ja, aber macht das erstmal irgendwie alles, wofür man nicht würfeln muss und dann kommt der Blitz am Ende. Wo würdest du den Blitz setzen? Würde er den, weil er sich hier positioniert hat, die außen setzen? Oder? Das heißt, mit wem kann er überhaupt noch blitzen? Der wird es wahrscheinlich, ne? Ja, einer von den beiden. Ja, ja, sein Mighty Blower würde ich wahrscheinlich nehmen. Also klar, der ist jetzt, ja genau, macht er aber auch. Genau. Mhm. Also der hat zwar da den Anti-Leap gemacht, aber. Ja, der hat so wieder geschlossen, ist klar. Ja.
So. Jetzt muss ich Sprinter entscheiden, ob er jetzt langsam Druck machen will oder aber auch so konservativ spielt, wenn man irgendwie versucht, das 0-0 in die Verlängerung zu retten. Ja klar, das kann man natürlich machen, ne? Ja, das ist natürlich in diesem Fall möglich. Weil ich ja 0-0 bei Elfen auch schon lange nicht mehr gesehen hätte. Ja, es sind Dunkelelfen. Sind ja keine richtigen Elfen. Und das ist natürlich schon klar. Die versuchen zu verteidigen, so gut sie können. Und da stecken sie auch mal was ein. Also ist sage ich mal, wahrscheinlicher bei Dunkelelfen 0-0 als jetzt bei Elfen-Union-Mirror-Match, würde ich sagen. Auch sehr konservativ. Ja, und Panther wartet weiter ab, versucht gar nicht erst durchzubrechen. Wenn doch, ist ja auch nicht schlimm, ne? Also ich meine. So zwei Turns kann er sich ja noch ruhig da hinten vergnügen. Erst dann wird's schwierig. Ja, klar. Ja, muss halt nur aufpassen, dass er nicht so einen Turn bekommt wie Sprinter und dann hängen bleibt. Ja. Dagegen das ganze Sidestep ist auch für Elfen nicht so einfach, da einfach durchzukommen. Muss doch mal irgendwie einen Turn extra einplanen im Notfall. Könnte ein klein bisschen hilfreich gewesen sein, dass jetzt einer für den nächsten Zug raus ist, aber. Ja. Ist, glaube ich, noch sehr, sehr gut zu überbrücken. Ja, Sprinter stellt auch seine Sidestepper außen hin, damit es nicht so einfach wird, da irgendwie außen durchzubrechen. Und in der Mitte reichen die. Aber er hat jetzt natürlich ein bisschen das Problem, wo setzt er den Blitz? Genau, und was muss er dafür aufgeben? Ne? Gut, jetzt zum Glück nichts passiert, aber wenn das zum Beispiel jetzt nur ein Schieben gewesen wäre, obwohl ein Schieben wäre auch nicht schlimm gewesen. Nee, eigentlich war das der beste Blitz, weil den konnte er nur gewinnen. Ja. Ja. Weil so hat er immer noch den der Blitzer mit Sidestep, der so ein bisschen die Seite blockiert, auch wenn er jetzt nicht mehr ganz zumacht, aber Panther kommt ja da trotzdem nicht außen rum. Oder er müsste sich da irgendwo an der Seite platzieren, was er wahrscheinlich auch nicht machen wird. Hier den großen Bogen da meinst du, ne? So dies da rumgehen oder sich hier frei blocken. Ja. Das ist jetzt nur die einzige Lücke, die in der Verteidigung offen ist. Und an der Seite platzieren wird er sich jetzt ohne Not jetzt auch nicht unbedingt. Ja, mal gucken. Jetzt langsam muss es für Panther auch mal nach vorne gehen. So, Kaneda fragt, ob du da die Perspektive wechseln kannst, dass man die aus der Angriffsperspektive sieht. Klar. Das kann ich gerne machen. Jetzt sind wir vom Winkel von Panther dabei. Ja, das habt ihr auch immer früher gemacht, wenn ihr die Spiele kommentiert habt, ne? Habt ihr immer die Angriff aus Angreifers Sicht gemacht, ne, Tor? Ja. Hat sich irgendwann mal so eingebürgert. Ja,
Ja, ist schon eklig, so eine Defensive, ne? Gerade wenn man auch keinen Guard hat und nix, da kommt man ja auch nicht wirklich durch. Bist du schon immer durch, aber... Ja, aber... Man hat ja die Möglichkeiten. Also im Notfall kann man ja auch mal irgendwie auf die 3 plus 2 plus da durchdodgen. Oder irgendwie einen wegblitzen, dann kannst du auf die 3 plus 2 plus durchblitzen. Durchdodgen. Kann man ja alles mal machen. Aber irgendeine Lösung muss er jetzt langsam mal finden, weil sonst endet er genauso wie Sprinter und kommt nicht über die Mittellinie. Und wer hier fast durch die Mitte irgendwie so quer durchdodgen, wenn er den wegblitzt, irgendwie der Weg? Weil irgendwie hier draußen rum wird es ja zu schwierig und hier lang zu gehen und durch die Mitte. Da ja, aber schräg stehen. Also es sind natürlich irgendwie 2, 3 Dodges oder. Das ist. Ja, also ja, auf jeden Fall, er muss jetzt nicht mit dem ganzen Team durch, aber irgendwie so 1, 2 Leute mal hinter die Linie zu bringen, wäre auf jeden Fall hilfreich. Mhm. Ja, aber der Push hilft gar nicht. Ja. Okay, es war also war die Lücke, die ich auch gezeigt hatte oder angedacht hatte, aber ja. Ja, ich überlege gerade, ob es irgendwie aus einem anderen Winkel irgendwie besser gewesen wäre, aber auch nicht so unbedingt. Wenn er kein Down kommt, wird es schwierig, da durchzukommen. Ja, und er hätte ja auch noch einen weiteren, also der andere Winkel wäre ja dann... Man hätte hier noch jemanden platzieren müssen, damit der geblockt ist, ne? Dass du dann von hier kommen, also Quatsch, von da kommen könntest und dann so. Ja. Dann wäre da die Lücke. Ja, genau, und nur so hätte er ja den Weg so frei gekriegt, dass er auch an dem Tackle vorbeigekommen wäre. Ja, es ist. Da zwickt. Ja, oder er muss halt doch mal irgendwie riskieren, mit dem Tackler in den Blitzer an der Seite wegzublitzen. Und dann auf das Down zu hoffen und dann durchzurennen. Aber ja, er hat auch Tackler an der Seite? Ja. Ja, mit Tackle hast du ja immerhin, was mir irgendwie so 55% Chance, dass er fällt. Ja, stimmt. Weil nächste Runde müsste er eigentlich schon, also jetzt die Runde ist jetzt noch nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht durchkommt, aber nächste Runde müsste er langsam mal anfangen, da durchzubrechen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist wieder dieses typische, ne, wenn man in Runde 5 noch nicht, das ist ja jetzt Runde 5 sozusagen, da muss man mal anfangen, nervös zu werden. Okay, er versucht da von ihm. Salzt aber weg. Das war genau der Punkt oder die Idee des Durchbruchs, den ihr gerade gesagt hattet, aber... Genau, es wäre halt ein 3 plus nur gewesen, ne? wenn er den umgekriegt hätte. So war genau. Es halt ein 4 plus, den er jetzt trotzdem versucht hat, aber... No. Ja, das Stun ist auch ziemlich unangenehm. Ja gut, weniger schlimm als der Tote beim Dodgen. Ja, aber das macht schon jetzt viel aus, ob der gestunt ist oder nicht. Wenn er nicht gestunt wäre, müsste der Sprinter es jetzt erstmal absichern. So ist halt immer noch alles dicht. Und ja, stimmt. Oder kriegt das sogar hin, jetzt irgendwie einen direkten Gegenangriff auf den Ball zu setzen? Ja,
aber wirklich, Richtung Ball kommt er eh nicht. Da ist noch die Hexe vorne dran. Also ich denke mal, er wird weiter defensiv stehen und irgendwie auf das 0-0 spielen. Aber damit ist ihm nicht geholfen. Also weil 0-0, wenn dann der Münzwurf wieder für Sprinter ausgeht und er sich für die Offensive entscheidet, dann ist es gefährlich. Ich meinte jetzt auch Sprinter würde sich für 0-0 entscheiden. Also Panda wird natürlich versuchen, den Touchdown zu machen. Okay, alles klar. Ja. Nee, klar. Sprinter. Ich dachte, du meinst, Black Panther versucht jetzt auch auf 0-0 zu spielen. Das wäre... Nee, weil Chaos Cop ja gemeint hat, ob Sprinter jetzt vielleicht in die Richtung Ball geht und den Ball bedroht. Habe ich gemeint, wahrscheinlich wird Sprinter jetzt erstmal weiterhin defensiv spielen und dann auf 0-0 hoffen und dann irgendwie die Verlängerung versuchen zu gewinnen. Ja, okay, ja, stimmt, da habe ich dann die mich irgendwie vertan, was die... was den Kontext angeht. Ich denke mal, Panther wird weiter versuchen, die gleiche Taktik wie letzte Runde zu spielen, irgendwie so ein bisschen Lücke reinschlagen und dann in den 1-2 Touchdown-Bedrohungen durchschicken. Und hoffen, dass es besser klappt als letzte Runde. Ja, und Sprinter hat natürlich jetzt wieder das Problem, jetzt hat er zwar den einen rangestellt, aber er hat auch nicht wirklich eine Möglichkeit, den Blitz zu setzen, aber da setzt er den, okay. Ja, er will so ein bisschen die eine Flanke da einknicken, glaube ich. Also Mitte und seine linke Seite sind ja quasi mit diesen Zweierpärchen da relativ dicht. Ich denke mal, er versucht jetzt ein bisschen so seine rechte Flanke zu kontrollieren und da ein bisschen Raumgewinn auch noch zu machen an der Seite. Und dementsprechend hat er auch Panther dann weniger Raum, um sich zu bewegen. Oh, jetzt geht er doch mal ein bisschen aggressiver ran. Ja. Na gut, dann lässt er sich die... Ich auch nicht. Aber jetzt wird es dadurch ein bisschen einfacher, da durchzubrechen. Also ein bisschen ähnliche Situation wie in der ersten Halbzeit, als der Panther rangegangen ist. Ja. Aber in der ersten Halbzeit hatte ich das, als ich mal, da hatte der Panther dann die Risikovariante mit dem Ballsack und dem Dodge versucht. Und da hatte ich... hatte ich ja gesagt, ich würde jetzt All-In gehen und alles basen, so wie es jetzt eigentlich auch Sprinter macht. Aber ich finde die Situation hier jetzt eigentlich gar nicht so offensichtlich, dass man es machen sollte. Das fand ich im Gegensatz dazu in der ersten Halbzeit viel klarer. Aber, ja. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass Sprinter defensiv bleibt. Aber ich weiß nicht, ob es... Jetzt hat er halt irgendwie die eine Runde mal den einen Mann überzahlen, ob er das irgendwie ausnutzen will. Ja, genau. Und das hatte ja Black Panther in seiner Defensive nicht gemacht. Und da hatte er sogar zwei Mann Überzahl. Okay. So. Auf der einen Seite könnte er jetzt durchkommen, oder? Auf der rechten, ja.
Den da hinweg, den nach vorne und dann so durch, ne? Ja, das Blöde ist natürlich, dass jetzt der Sidestepper da am Cage dran steht. Das heißt, wenn man da anfängt, muss man entweder zwei Assists schon stellen, um sicher zu gehen, dass man zweimal einen Block kriegt, 2D-Block. Na, der steht schon doof, der Sidestepper. Ja, stimmt. Also man kann den Sidestepper ja auch ignorieren. Also er kann ja einfach wegdodgen da. Ja, genau. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch machen in dem Fall. Den hier meint er, den Jürgen 2, oder? Nee, Scheibe 2. Wo ist denn Jürgen 2? Da oben? Nee. Jürgen 2. Jürgen Zoll, nee, den meinte ich nicht. Nee, ich glaube Tor, also man könnte jetzt ja sozusagen aus Black Panthers Sicht rechts vorbei, jetzt theoretisch. Und das Einzige, was wirklich nervig ist, ist da jetzt an der Cage-Ecke der Sidestepper. Scheibe 2. Ja. Aber klar, den kann man auch ignorieren, aber man muss trotzdem ja erstmal, sage ich mal, da rauskommen irgendwie. Okay, geht die Seite, okay. Kann man auch machen. Ja. Und es ist hilfreich. Das ist hilfreich, ey, definitiv. Die Frage, ob er jetzt mit dem ganzen Cage da durch will oder ob er irgendwie sich hat irgendwie so zwei so Pseudo-Catcher da hinstellt. Nein. Die Sicherheit passt sogar schon an. Also, finde ich, da mit mehr durchzulaufen. Aber ja, sind natürlich immer Dodges dabei, ne? Dieser Weg ist frei hier. Also drei nach links und dann einen Schräg, ja. Da ist kein Dodge dabei. Das ist genau einer, wo du so durchgehst. Ja, er hat noch genau zwei ohne Dodge. Er hat zwei ohne Dodge und die anderen müssen alle dodgen. Er muss ja den Cage dann noch irgendwie absichern. Er kann sich ja einfach nur den Ballträger dahinstellen und sich dann blitzen lassen. Er muss ja dann, also neben dem Ballträger auch mindestens drei Leute da durchkriegen. Na gut, sind alle ohne Tackle und alle mit Dodge, also insofern eigentlich alles relativ safe. Ja, Rerolls sind ja eh nicht so das Problem jetzt. Okay, aber er macht die Variante. Also ich nehme an, dass er jetzt den Ballträger hinter seinen Tackler stellt und dann mit einem von, also mit den beiden, die noch dodgen müssen und Dodge haben, macht er den Cage von hinten zu, schätze ich. Vielleicht macht er sogar ein Anti-Leap-Cage sogar. Dann muss er natürlich dreimal dodgen. Ja. Genau. Okay, alles klar, macht keine Anti-Leap. Jetzt brauchen wir noch den einen, also die beiden Dunkelelfen-Lineman, aber das ist eben. Achso, den nimmt er, okay. Wow, ja, gut. Das wäre natürlich jetzt ein Reroll gewesen, wenn es nicht. Ich glaube, dann lässt er wahrscheinlich die anderen einfach stehen. Ja gut, den Blitz auf der rechten Seite will er noch rausdutschen. Ja, und auch nach vorne ziehen, ne? Um so auf der anderen Seite sozusagen mitzulaufen. Ja, aber sonst kannst du vielleicht so ein bisschen das Problem bekommen, wenn jetzt Sprinter jetzt ein bisschen nach zurückzieht, dass du dann irgendwie in die Seite reingedrückt wirst. Oh.
Da muss zumindest Dodge aktiviert werden, ja. Da wieder. Ja, genau, aber das hatten wir ja vorher gesagt, dass er den macht. Genau. Und da geht er noch raus, okay. Ja, gut. Aber jetzt wird Sprinter halt eben... Hat er noch einen? Hat natürlich jetzt die Möglichkeit, da auch wieder dagegen zu gehen, ne? Also... Ja, also dann muss ich jetzt die Seite mit den Sidesteppern wieder absichern und dann Mitte zumachen und sich noch irgendwie um den Blitzer da an der anderen Seite kümmern. Und der ist auch schon Touchdown-Reichweite. Den Blitzer mal jetzt auf der rechten Seite, ne? Ja. Also er kann jetzt nicht alles auf die eine Seite mit dem Baldrigger committen, sonst kommt dann irgendwie der Pass auf den Blitzer an einer Seite. Mhm. Oder kann zumindest. Okay. Aber ich glaube, er versucht jetzt doch hier so ein... Ja. Da ist der erste Sidestepper. Ich glaube, er macht versucht, den Ball zu blitzen. Ja, aber der Dodge ist auch nicht so einfach. Nee. Er könnte ihn lieb machen, ne? Der ist ein bisschen einfacher. Auf seiner Hälfte oder auf der gegnerischen Hälfte? Also ein mit der Hexe hier wahrscheinlich, ne? Irgendwie hierhin und dann dahin liegen? Ja, mit der Leap-Hexe. Also ich habe nicht gesehen, wo du gezeigt hast, deswegen... Also diese Leap-Hexe, die an der Mittellinie steht, dann in die gegnerische Hälfte und von... Also ein Schritt und dann leapen, oder würdest du so zurückgehen? Okay, es kommt... Nee, ich würde springen von unten und dann in an die Seite, wo man ihn dann rausschieben kann. Mit... Also jetzt links von ihm in das Feld von, würde ich lieben. Okay, er macht keinen Dump-Off. Gucken, ob er es auch so macht, wie ich mir das denke. Genau, und jetzt rüber auf das Feld neben den. Also links neben ihn. Denke ich mal. Da hat er nämlich zwei Würfel. Also zwei One Dice. Ich sehe jetzt gerade nicht, warum nichts passiert. Wahrscheinlich findet er nicht raus, wie man leapen kann. Das sollte man eigentlich wissen, wenn man mit der Leap-Hexe spielt im Finale. Na gut, er hat ja Zeit, das rauszufinden. Okay, wenn die Steuerung buggt, was Ben Cake sagt, das wäre natürlich richtig scheiße. Wie, das geht nicht mehr? Das wäre ja... Okay, also sie springt auf eine 1. Mhm, er braucht eine 4, aber jetzt... Das ist natürlich ein Reroll. Into 2, into. Das ist natürlich jetzt böse. Naja, gut.
Okay, damit denke ich mal, wird Black Panther jetzt sich den Weg freischaufeln können. Das war halt jetzt das Risiko, was er eingegangen ist, Sprinter. Er sagt, okay, jetzt, ich versuch's. Ja, jetzt natürlich gleich auch der Doppelpau. Ja, dann ist natürlich... Gut, er hat auch Tackle gehabt, insofern... Ja, das ist natürlich jetzt... Das wird jetzt schwer, sagen wir mal so. Für Sprinter. Wenn nicht gar unmöglich. Rein interessenhalber, würdet ihr den Blitzer auf der rechten Seite jetzt auf der rechten Seite belassen und einfach nur mitziehen, um noch da die Bedrohung zu, also noch eine zweite da außen zu haben, oder den mit rüber zum Ballträger ziehen? Er macht's schon, okay. Aber ich würde ihn zu rüber ziehen zum Ballträger, weil er hat ja noch ein paar, die noch nicht gelaufen sind. Also er muss jetzt ja erstmal ohne Würfel versuchen, das so gut wie möglich abzusichern. Und er hat ja noch ein paar, wo er würfeln muss. Also, ja. Genau. Und deswegen war das notwendig, den zu nehmen, um halt eben seinen Ballträger schon mal zu sichern. Ohne Würfelwürfe. Ja, weil jetzt steht er ja schon so gut, dass es eigentlich darum geht, dass irgendwie möglichst risikofrei noch abzusichern. Und ja, er muss jetzt erstmal irgendwie die ganzen Sachen machen ohne Würfel und dann halt noch die paar Würfel am Ende machen und dann sollte es eigentlich durch sein. Ja, ich denke auch. Und selbst wenn er irgendwie doch den Ballträger umhauen kann, sind ja noch irgendwie ein paar Elfen außen rum, die dann irgendwie den Touchdown machen können. Also er müsste ja schon irgendwie den Ballträger umhauen und dann irgendwie an den Ball kommen und vermutlich dann nochmal irgendwie wegpanten oder sowas. Ja, jetzt vielleicht kreist er jetzt noch den Mighty Blower ein, damit der da nicht rauskommt. Ja. Genau. Könnte er noch den einen Blitzer aufstellen und noch einen Block machen auf den Spieler. Ah, ne, den Dodge da sogar. Okay, spannend. Na gut. Okay, dann stellt er da jetzt noch den. Okay, er macht es wirklich sicher. Ja, also Blocks sind jetzt egal. Er muss jetzt einfach noch den Ballträger sichern. Ja, ja. Ja, gut, ja, aber ich glaube, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt andere. Mit dem Block hätte er den ja auch sicher gesichert. Also. Aber so ist natürlich noch. Ja, klar. So ist natürlich noch viel besser, ne, weil jetzt kommt er ja mit dem Blitzer gar nicht mehr ran. 4, 5. Ja, genau. Also dadurch hat er jetzt das so erschwert, dass der liegende Blitzer jetzt eigentlich auch nicht mehr rankommt. Ja, natürlich gibt es noch die Möglichkeit auf den One-Turner. Natürlich. Gerade mit Sidestep. Aber wie viele Sidestep hat ein Panther? Hat der 3 oder sind das weniger? Ich glaube, gar einen, ne? Oder? Panther? Warte mal. Ah, nee, doch, er hat 2. 2 hat er. Ja, oh, okay. Ach, wird trotzdem schwierig mit, ich glaube, wie viel? 3-mal Unterzahl? 3-mal 3 Spieler draußen bei Sprinter? Okay, jetzt? Ich glaube, dann ist der Von Turner nicht mehr möglich. Oh. Ja, okay. Okay. Ja, fast. Ball geht nochmal runter. Ja. Ei, okay. Okay.
Ist machbar. Ja, aber Doppel-1 kann ich mal kommen. Ja, klar. Ja, also. Schon mal mehr, als ich vor dem Zug erwartet hätte. Wenn es in die Verlängerung geht, ist natürlich Sprinter im Nachteil mit drei, zwei Mann im Unterzahl. Und auch gute Spieler raus. Ja, aber wenn er einen Ball kriegt, ist er meiner Meinung nach trotzdem noch ein Vorteil. Ja, gut, haben sich beide mit der Offensive schwer getan. Ja, aber die Offensive in der Verlängerung ist ja nochmal ein bisschen einfacher. Nee, eben nicht. Blood Bowl 3, neue Regeln, Blood Bowl 2020, eine ganze volle Halbzeit. Du musst 8 Turns machen. Oh. Du kannst keinen Golden Goal machen, das geht nicht. Ja, gut, aber trotzdem, der Vorteil mit dem Ball anzufangen ist trotzdem relativ groß. Also. Ja, klar. Ja. Jetzt ist es nur 3 plus. Hä? Aber was hat er denn, warum hat er denn den Block gemacht? Also, hä? Er hat jetzt gerade den Sidestepper da geblockt und der Sidestepper ist zum Ball hin, oder? Oder habe ich irgendwas falsch gesehen? Nee, genau das ist passiert. Genau das. Ja, aber das sehe ich auch nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Er hätte doch einfach nur irgendwie auf den Ball gehen müssen und dann einen Touchdown machen. Ja, also und jetzt wollte er hier das auch noch frei blocken und jetzt muss er im Zeitzer mit dem da auf den. Ja, oder er kann mit der. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre schon vorbei, aber irgendwie noch nicht. Ah, jetzt macht er den 3 plus 3 plus. Ja, okay. Ja, aber ja, weiß ich nicht. Also. Jetzt gucken wir, jetzt gibt es vielleicht wieder ein Timeout. Dann hat der Sprinter nochmal 2 Turns. Nee, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Kann jeder. Gratulation für den Touchdown, also, auf jeden Fall, ja. Gratulation für den Touchdown, ja, okay. Das lassen wir mal sehen. Stehen. Genau, Ansicht wechseln wieder. Obwohl, nee, ist richtig, machst du, ist schon richtig. Ja. Nee, wir wollen ja aus Angreifersicht sehen. Er hat uns kurz verwirrt. Ich glaube, wir passen auf. Wie viele Sprinter noch hat? Drei weniger. Mit wem war er gestartet? Das weiß ich jetzt nicht. Ich muss ich zählen. Ich glaube mit 12 für uns, oder? Oder? Nee, ich glaube, jetzt beide 11. Beide 11. 11. Beide haben mit 11 gestartet. Sind mit 11 gestartet. Genau. Ja, also Von Turner müsste eigentlich nicht mehr möglich sein, oder? Also ich bin jetzt nicht so der Von Turner-Experte, aber mit Movement 7 und 8 Spielern wird es schon hart. Ja, aber er hat Francie, aber allerdings nur einmal. Das macht es natürlich schwieriger, weil normalerweise brauchst du dann, je weniger Leute du hast, umso mehr Francie brauchst du. Aber er hat auch noch Sidestep, das macht es wiederum. Er hat trotzdem 4 Felder nach vorne mit 8 Spielern. Ob du da
die ganzen Felder zugestellt bekommst. Man könnte Sidestep, der letzte, ist ein bisschen einfacher, aber trotzdem musst du halt erstmal irgendwie 3 Felder nach vorne kommen mit zustellen. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, er wird jetzt irgendwie auf den Extra-Turn hoffen. Er hat auch nicht so aufgestellt. Ja, aber damit ist es dann durch, ne, oder? Moles on the pitch. Okay, das heißt, Sprinten macht es schwieriger. Ne, wohl ja auch, er hat aufgestellt für einen One-Turn, aber er macht keinen. Nee, One-Turner wäre dann, glaube ich, auch nicht mehr möglich gewesen. Mit 8 Spielern und Movement 7. Okay, jetzt foult er ihn noch. Schätze ich. So sieht's aus. Ja. Ja. Gibt's noch einen Foul für den. Oh! Da hat er ihm. Okay, aber das. Ja, aber nur badly hurt. Da ist nichts passiert. Das wäre natürlich am Anfang des Spiels besser gewesen. Das war's. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Panther. Dann würde ich sagen, hüpfen wir hoch? Nee. Sprinter hat gesagt, wir sollen runter. Ja, sehr gut. Sehr gern. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch, genau. Glückwunsch. Danke. Ja. Was sagt ihr? Was sind eure ersten Eindrücke? Wir hatten zwischendurch Angst, dass es für die Zuschauer zu langweilig ist. Ja. Nee, das ist aber nicht ganz. Aber dann, was hast du denn da in Turn 3 oder 4 gemacht, Sprinter, in deiner Offensive? 3 oder 4, was habe ich denn da gemacht? Also da, du hast mit dem Going for it angefangen und dann hast du einen Einwürfelblock mit der gemacht, um eine vermeintliche Lücke zu schlagen und bist beim Dodgen gestorben, in Anführungsstrichen. Also das war so ein bisschen, da haben wir uns gefragt, also wir haben den Spielzug nicht verstanden, sagen wir es mal so. Alles klar. Ich weiß wieder, was ich da machen wollte. Ich kenne ja Dunkelelfen-Defense. Und wenn sich eine Lücke mit einem 2+-Dodge ergibt, dann nehme ich die eigentlich, um da durchzuhuschen mit meinem Team. Ich glaube, vor dem Zug hatte ich 3 Rerolls. Und ich habe mir gedacht, selbst wenn die Hexe jetzt einen Double Skull würfelt, ist nicht dramatisch. Also, ne? Skull, Reroll, Skull. Ja. Und ja, deswegen habe ich das versucht, einfach da mir die Lücke freizuschieben. Das war meine Idee. Und den Sport davor mit dem Lineman, da habe ich mich verzählt, tatsächlich. Okay, alles klar. Ja, das hatte Thor auch gesagt, dass du dich verzählt hast, wahrscheinlich. Ja. Ja. Also ich wollte schon dahin, das war schon Absicht, aber ich habe eigentlich gedacht, ich muss kein Go-Fold machen. Musste ich aber ein Go-Fold machen. Irgendwie habe ich mich anscheinend verzählt. Ja, ja, gut. Kommt vor. Also, ja. Also zumindest in unserer entspannten Moderator-Geschichte Situation von außen guckend haben wir gesagt, das war im Prinzip der Turn, der deine Offensive total gestört hat. Ja, wobei ich den noch gar nicht so schlimm fand. Dadurch, also letztlich, wenn er klappt, bin ich wahrscheinlich durch. Ich fand den eigentlich auch gut. Also ich habe mich geärgert, dass ich mich so gestellt habe in den Zug, weil das war eigentlich schon wäre eine gute Chance für ihn, da durchzubrechen. Ja, der Zug war jetzt eigentlich auch nicht das Problem, aber der Zug kombiniert mit den Würfeln war dann nicht so doll. Ja, okay. Ja, das ist korrekt. Aber ich glaube, im Nachgang Turn 6 oder so, also nachdem er reingegangen ist und das hat nicht geklappt,
Da habe ich eher einen Fehler bei mir gesehen. Ich glaube, ich hatte dann das Problem, dass ich dachte, meine Hexe ist nicht stunt. Nächstes Mal muss gleich der Folgeturn gewesen sein. Ja. Genau, da habe ich nämlich damit geplant, dass ich jetzt mit meiner Hexe wieder aufstehe, den Jump-Up-Block mache. Laufe ich da erst mit dem Blitzer ran und habe den dann aber schon bewegt und stelle dann fest, oh, ich kann mit der Hexe gar keinen Jump-Up-Block machen. Und dann bleibe ich, glaube ich, mit dem Blitzer. Ich überlege, ob ich wegdodge. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich, glaube ich, nachher gegen den Wegdodgen entschieden. Und dann den Blitz auf diesen Lineman gemacht, wo die Hexe den Jump-Up-Block hätte machen können. Und natürlich fällt er nicht, weil das ein Blotcher war. Das hätte ich eigentlich schon erwarten können. Ich glaube, da hätte ich nochmal umplanen müssen. Und da hat mich dann auch seine liegende Hexe dann genervt. Und das war ein bisschen... Naja. Und irgendwo habe ich dann nochmal einen V-Wolf versemmelt, sodass ich nicht den V-Wolf nutzen konnte auf diesen Sidestep-Blotcher in Turn 7, weil ich noch einen V-Wolf für einen möglichen Pass und Fang übrig haben wollte in Turn 8. Ich meine, das hat sich dann nicht ergeben, weil die Hexe gefallen ist. Aber grundsätzlich, ich würde sagen, das war ein verdienter Sieg, das hat er doch schön gemacht, bis auf den Sideline-Cage, da wo ich mit der Hexe reinspringen kann, fand ich das alles gut. Ja, also ich glaube da, also wir fanden das von beiden Seiten eigentlich gut gespielt. Also ich, wie gesagt, ein paar Sachen fanden wir halt komisch. Also im Nachhinein natürlich klar, wenn das der Versuch ist, natürlich verständlich. Aber eben hat ein bisschen was durcheinander gebracht. Aber zum Beispiel Black Panther hatte dann ja auch, als er den versucht hat, den Ball zu sacken mit dem Dodge, hätte er eigentlich ähnlich wie du es in deiner Defense dann später gemacht hast, auch einfach nur All-In gehen können und alle basen können, was dir das auch schon extrem schwer gemacht hätte, da wieder rauszukommen. Wäre vielleicht die weniger Risikovariante gewesen. Ich bin aber ja, für Risiko bekannt. Ja, okay, alles klar. Ja, okay. Nee, ich wollte den Ball schon noch in guter alter Waldelfenmanier aufheben und wegrennen. Das war nee, natürlich, klar, wenn man den Zug so macht, dann muss man natürlich vorher die anderen Sachen nicht ziehen, damit man weiß, was passiert. Aber ich weiß, was du meinst, ja, klar. Das war die Überlegung ja, auch, aber habe mich dagegen entschieden. Es war auch ein bisschen überraschend, weil vorher hast du die ganze Zeit relativ konservativ gespielt und immer einfach nur hinten rangestellt. Ich dachte, ich mach mal was jetzt hier für die Zuschauer. Und es war ja verkehrt. Also es war eine okaye Chance. Und da dachte ich, komm, probiere ich mal was, sonst ist es langweilig. Ja. Gut zu spielen, helfen. Mein Vorwurf war da eher, dass er von der falschen Seite blockt. Also ich glaube, ich wäre da von der anderen Seite gekommen, dann hätte ich nur einmal auf die 4 plus dodgen müssen. Ich weiß gar nicht, ob der erste Dodge, war das eine 4? 3-4. Bitte? 3-4. 3-4. Ja, genau, nee, aber ob er da eine 4 gewürfelt hat beim ersten, beim 3er Dodge. Ach, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall mein Dodge-Reroll noch. Und der Chat möchte gerne noch wissen, warum du in Turn 16 den Sidestepper geblockt hast. Das war schlecht, das habe ich auch direkt gesagt, dass es scheiße war. Das war, ist mir auch dann in dem Moment aufgefallen. Nee, das war einfach, ich habe den Sieg schon gesehen und nicht mehr viel nachgedacht. Das war schlecht. Nee, habe ich dann zu Sprinter auch gesagt, das war eigentlich unnötig. Hätte ich einfach Dodgen aufheben und weg. Wäre gut gewesen. Ja, definitiv. Du hast ja das dir da nicht schwerer gemacht. Ja, das war komplett blöd. Sein müssen. Genau, ja. Und das war auf jeden Fall das, was ich am ehesten sagen würde, was auf jeden Fall von mir, meiner Seite aus, der größte Fehler war. Fand ich. Fehler kann man jetzt nicht sagen, ne? Also. Ja, auch das war schon echt unnötig. Also, ich meine, dass der nicht fällt, da muss man schon mit rechnen. Oder kann man schon mit rechnen. Das war eigentlich. Klar, wenn er gefallen wäre, hätte ich einen Dodge nicht machen müssen, aber Gott. Meine Angst vorm Zweifel. Ich fand dein Sideline-Cage auch nicht ganz optimal, aber du hattest ja auch gesagt, dass du den Leap vergessen hast. Ja, da hatte ich überhaupt sehen. Überhaupt nicht mehr am Schirm. Weil du den halt erst gerade vorm Spiel gekauft hast und da war ich halt noch gar nicht drauf eingestellt und dann ins Untergegangen. Klar, wenn man das weiß, dann. Ja, ich habe mich auch wieder geärgert, muss ich sagen. Nachdem ich das nicht gesehen habe, hätte ich es gern anders gemacht. Aber war übersehen. Ich dran gedacht. Ja,
Vielleicht noch kurze strategische Frage an die Sprinter. Du bist ja in, ich weiß nicht, was für ein Turn das war, in die 13 oder 14, bist du ja 13, dann relativ aggressiv nochmal rangegangen. Was war denn da die Überlegung? Weil vorher hattest du ja relativ konservativ gespielt und Panther hat ja versucht, da durchzudutschen, hat dann das Stunt noch bekommen. Wir sind da nicht davon ausgegangen, dass du dann weiter versuchst, irgendwie das 0-0 noch in die Verlängerung zu retten. Und so, natürlich hast du jetzt ein bisschen die Chance gehabt, an den Ball zu kommen, aber es hat da natürlich auch die Lücke an der Seite eröffnet, wo dann Panther durch konnte. Ja, ich habe ein bisschen länger drüber nachgedacht und auch mir dann gedacht, ich glaube, ich bin eher im Hintertreffen gerade. Auf Dauer des Spiels. Weil dadurch, dass mein Sidestep-Lodger schon raus war und ich ja tendenziell sowieso ein bisschen weniger Skills auf dem Platz habe. Das heißt, je länger das Spiel dauert, war mein Gedankengang, es wird nur schlechter. Von der Konstellation her wahrscheinlich. Weil ich eher mal Rewards verschwenden muss. Ich einfach nicht so viel Dodge auf dem Platz habe und viel weniger Tackle. Und dann lag dieser Stunt-Typ auch noch im Weg. Tatsächlich, um meine Defense gut zu bauen. Das heißt, ich hätte dann einen Schritt nach hinten gehen müssen. Und dann war die Überlegung, jetzt stelle ich ihm einfach mal ein paar Aufgaben, in der Hoffnung, dass danach ein Cage entsteht, wo ich auf die 4 reinspringen kann. Ist ja auch entstanden. Ich glaube sogar tatsächlich, der Cage stand ziemlich gut für mich, wenn der Beiträger fällt. Weil die Pushes dann dazu geführt hätten, dass, wenn der Ball halbwegs vernünftig scattert, ich auf die 3 sehr wahrscheinlich einen Ball aufnehmen kann. Ja, und deswegen war mein Grundgedankengang war an der Stelle einfach nur, ich möchte es so hinbekommen, dass in dem Folgeturn ein Cage entsteht, wo ich reinspringen kann. Deswegen habe ich auch die Sidestepper eher geklumpt. Ich habe auch gesagt, ich wäre, glaube ich, da bei diesen beiden Linemen durchgegangen an seiner Stelle, weil da die Pushes gereicht hätten, um wieder mit 2 plus Dodges durchzugehen. Und er bei dem Runner da brauchte er schon einen Pow, also ne, dass er fällt, damit er da gut durchkommt. Ja, aber grundsätzlich, also haupttaktischer Gedankengang war, auf Dauer bin ich sehr wahrscheinlich unterlegen, dadurch, dass der Blotcher auch raus war. Und jetzt stelle ich ihm mal Aufgaben und hoffe darauf, dass danach ein Cage entsteht, wo ich reindippen kann auf die 4. Ja, okay, verstehe. Ja. Okay, cool. Hier der Chat, der will die Auslosung haben. Na. Aber wie gesagt, dann vielen Dank für das Spiel. Ich fand, es war, also langweilig war es nicht. War irgendwie so ein Belauern. Und ja, ein bisschen schlechtere Würfel gefühlt auf Sprinters Seite. Ja, schon. Würde ich auch sagen. Also ich meine, Sprinter ist ohne Rerolls rausgegangen aus dem Spiel und Panther hatte, glaube ich, jetzt noch 2, ne? Oder sogar 3? Alle, oder? Hab ich einen gebraucht? Ja. Ich glaube nicht, oder? Genau, also in der zweiten Hälfte auf jeden Fall. Ich hab da auch extra, wollte ich die halt sparen, ne? Falls Overtime kommt, ich wollte jetzt auch nicht zu sehr irgendwie Sachen machen. Falls halt, weil ich die potenziell noch brauche, dann in der Overtime noch was zu machen. Dass ich dann halt nicht mal eingebraucht habe. War dann halt. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass du Gelegenheit gehabt hättest, sie zu benutzen, oder? Nee, so, genau, es lief auch einfach gut, aber ich meine, ich wollte extra nicht so viel halt machen, sag ich jetzt mal, oder. Ja, wie sagt man, erzwingen oder irgendwie sowas halt. Wollte mir meine Rewards schon so gut es geht irgendwie aussparen. Also ich wollte eigentlich schon auch recht konservativ spielen. Mhm. Ja. Die Frage ist ja, hättest du auf Zwang den Touchdown versucht oder hättest du im Zweifelsfall gesagt, okay, dann gucken wir mal, wer in der Overtime den Ball kriegt und gehen wir im Zweifelsfall in die Overtime? Ja, das ist eine spannende Frage. Also kommt wahrscheinlich auf die Situation an, wie es gerade aussieht. Also wenn er nicht gefallen wäre, naja, hätte ich überlegen müssen, glaube ich, was ich da mache.
der Runner. Dann wäre das schon durchkommen schon schwierig gewesen. Hätte ich wahrscheinlich nochmal versucht, irgendwie erstmal eine Runde abzusichern, zu gucken, ob diesmal einer durchdodgen will. Aber wenn es nicht gut aussieht, im Zweifel hätte ich vielleicht auf die Overtime spekuliert, ja, weiß nicht. Kommt drauf an. Das hatten wir halt auch zwischendurch überlegt, dass das Sprinter halt im Prinzip auch, also anstelle jetzt irgendwie Druck zu machen, weiter konservativ einfach nur versuchen, die Offensive aufzuhalten und dann ins 0-0 zu gehen. Aber klar, du warst halt eher im Hintertreffen, ne? Also dadurch, dass du schon drei Leute verloren hattest und Black Panther nur einen. Ja. Naja. Okay. Aber vielen Dank für das Finale und dass wir noch unseren Senf dazugeben durften. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. War ein cooles Spiel. Danke fürs Spiel, Sprinter. Ich danke auch nochmal. Glückwunsch. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. No. Vielen Dank euch beiden und auch, dass ihr danach da wart und noch irgendwie Rede und Antwort gestanden habt. Und Tschüss. Ciao zusammen. Ich würde sagen, wir schwenken dann jetzt so langsam über. Also ich verabschiede mich auch mal und noch viel Spaß bei der Auslosung. Ja. Vielen Dank für die Co-Kommentar, den Co-Kommentator. Genau. Bitte. Vielleicht nächstes Mal dann wieder. Da was? Schauen wir mal. Vielleicht denken wir uns das aus, aber genau. Ja. Wir melden uns. Vielen Dank auf jeden Fall. Fand ich großartig. Also schönen Abend noch und viel Spaß bei der Auslosung. Danke. Ciao. So, Kralli, bist du da? Jetzt geht es los für dich. Und für alle anderen natürlich auch. Das große Thema Auslosung. Die Saison 3 steht vor der Tür und ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, gesehen, gelesen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Dieses Mal sind wir in der Saison mit 80 Leuten. Was heißt, dass wir uns was ausgedacht haben, wie wir die Saisonstruktur bzw. die Ligenstruktur auch aufbauen? Und Kaneda, deine Frage aus dem Spiel. Wir werden 10er-Division machen. Und zwar werden wir 4 Ligen A2-Division machen. Das heißt also 2 Divisionen in der ersten Liga, 2 Divisionen in der zweiten Liga, in der dritten Liga und in der vierten Liga. Und genau, und das vielleicht auch dazu zu sagen, weil wir haben genau 20 komplett neue Coaches, die also vorher nicht gespielt haben. Und wir haben uns deswegen gesagt, alle, die jetzt sozusagen ganz frisch einsteigen und noch gar nicht gespielt haben, die kommen in die vierte Liga. Genau, das sind alles irgendwie Neustarter, die jetzt irgendwie dazugekommen sind. Wir haben letztendlich nominell noch mehr irgendwie dazugekommen als diese 20, aber es sind auch welche ausgestiegen. Das heißt, wir wären, wenn die alle dabei gewesen wären, noch ein bisschen mehr gewesen. Aber es ging genau auf, dass genau 20 Leute neu dazugekommen sind. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dann da eine eigene vierte Liga draus zu machen. Die dadurch dann ihre Teams gewechselt haben und gesagt haben, sie möchten runtergehen. Also wenn man jetzt irgendwie gespielt hat und gesagt, ein neues Team, dann kann man ja auch freiwillig runtergehen. Das ist sozusagen... Die landen dann in der dritten Liga. Das ist so der große Punkt, den wir hier irgendwie, wo wir uns für entschieden haben, weil wir das irgendwie am sinnvollsten hielten, dass alle Neuen in der vierten Liga dann irgendwie anfangen können. Und Wir haben noch großes Thema, noch ein Thema. Wir haben in den Regeln das Conceden oder das Aufgeben nochmal definiert, unter welchen Umständen das überhaupt irgendwie erst möglich ist oder irgendwie toleriert wird. Das haben wir in den Regeltexten auch auf dem Discord eingeblendet und geschrieben. Genau, explizit aufgenommen, ne? Genau. Genau. Wann es irgendwie geht, also dass irgendwie bei Technik natürlich das irgendwie möglich ist, aber also im technischen Abbruch und wenn das Spiel das auch vorgibt, das ist ja, wenn man 3 Spieler hat, nur noch auf dem Feld, dann kann man von sich aus irgendwie, wenn dann was Neues ist, aufhören, aber genau, also wenn man beim Aufstellen zum Drive nur noch 3 Leute hat, dann darf man leisurely conceden. Genau, das ist sozusagen so, wie es auch im Regelbuch steht.
Und ich glaube, das Spiel bietet es auch an. Das ist halt ein legaler Konzit, der ist auf jeden Fall möglich. Nicht legaler Konzit ist es eben, wenn man das Spiel aufgibt, mitten im Spiel sozusagen. Da haben wir nochmal explizit gesagt, also auch da gibt es ja bestimmte Regeln, im Regelbuch stehen die auch. Man darf ein Spiel erst aufgeben zu Beginn seines eigenen Spielzuges. Das heißt also, man darf nicht das Spiel verlassen, quitten, aufgeben, weil man gerade einen Turnover erlitten hat. Man muss dann tatsächlich den Turn des Gegners noch abwarten. Und erst wenn der Turn zu Ende ist und der neue Turn anfängt, dann kann man sagen, okay, ich concede. Das ist natürlich dann trotzdem nicht unbedingt ein legaler Concede, weil der legale Concede geht halt nur beim Aufstellen zum Drive, wenn man drei oder weniger Leute hat. Aber wir tolerieren eben auch, was Concedes angeht, nur die, sage ich mal, regelkonform gemachten Concedes. Denn wir wollen nicht sowas wie in der Ladder oder sowas, wo dann einfach gequittet wird und dann halt eben auch dem Gegner halt noch Möglichkeiten genommen werden. Genau, also wir spielen das ja alle und wir investieren ja ganz viel Zeit und das hat dann ja auch was mit Respekt zu tun, dass wir dann auch wenn es nicht gut läuft, trotzdem dem Gegner irgendwie Respekt können, weil der kann nichts für die Würfel. Und ja. Ja, Jonathy, das stimmt. Das ist blöd, das ärgert uns auch. Aber es gab leider in der vergangenen Saison gab es zwei, drei Vorfälle, die wir erlebt haben, die uns dazu gebracht haben, das nochmal regeltechnisch entsprechend festzuhalten, damit alle wissen, worauf sie sich einlassen und was wir erwarten. Genau. Ja, genau. Also das ist der große Punkt mit den Regeln. Ja, es sind Punkte, auf die wir reagieren müssen und die verfeinern wollen. Ich glaube, damit hatte sich das dann aber jetzt auch mit den Concedes, dass wir das, glaube ich, soweit klar gemacht haben oder dass man das dann auch nachsehen lesen kann. Und wie gesagt, wir wünschen uns immer, dass es irgendwie ein Spiel zu Ende gebracht wird und ja, mein Gott, wer Blood Bowl spielt, sollte wissen, dass man da eine gewisse Frusttoleranz braucht. Ja. No. Wir haben an der Discord-Struktur, das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben, noch einmal wieder gearbeitet. Wir hatten ja in der ersten Saison eine, dann haben wir in der zweiten das ein bisschen anders versucht und haben es jetzt in der dritten Saison wieder aufgebaut, dass wir irgendwie jeden einzelnen Spieltag jetzt schon definiert haben und auch dem Wunsch sind wir nachgekommen, es stehen da jetzt auch die Daten drin, also der Spieltag ist jetzt schon, was die Daten angeht, vordefiniert, wann er spätestens zu Ende ist. Wenn natürlich alle Divisionen das schaffen, früher fertig zu werden, dann geht das auch, aber genau, die anderen Sachen sind, das heißt, ihr könnt euch schon drauf einstellen, Mitte Februar ist die Saison 3 wieder zu Ende und da gibt es dann irgendwie auch wieder ein Finale. Also so lange wird es gehen, weil über Weihnachten haben wir uns auch wieder dazu entschieden, da einen etwas längeren Block reinzusetzen. Weil das natürlich bei vielen irgendwie problematisch ist mit den Weihnachtsfeierlichkeiten. Und vielleicht noch, was auch noch eine Neuerung ist, die hat sich jetzt ergeben durch Season 6, durch das, was sozusagen Cyanide uns in Blood Bowl 3 als Client zur Verfügung stellt. Wir müssen nicht mehr jedes Spiel einzeln bestätigen, denn wir können das jetzt so einstellen, dass die Spiele von den Spielern bestätigt werden können. Das werden wir auch so machen. Das heißt also, wenn ihr ein Spiel gespielt habt, dann werdet ihr, glaube ich, also ich habe es selber noch nicht erlebt, aber ich glaube, man wird dann halt eben gefragt, wie früher bei Blood Bowl 2, ob mit dem Spiel alles in Ordnung war. Wenn das beide Coaches bestätigen, dann wird das Spiel automatisch validiert. Wenn einer von beiden das Spiel nicht validiert, weil er sagt, da war irgendwie technisches Problem oder irgendwas, es gab einen Abbruch, ich bin aus dem Spiel geflogen, es war ein Konzit, der kein Konzit war, also all diese Probleme, dann darf man halt eben sagen, nein, das Spiel war nicht in Ordnung, dann haben wir die Möglichkeit, es zu administrieren, dann gucken wir uns das an und sprechen halt darüber, ob wir es zurücksetzen oder ob der Spielstand so gewertet werden muss, wie er war, das wird man dann ja sehen. Da haben wir dann die entsprechenden Regeln auch für
Und ich glaube, es ist sogar so, wenn beide Spieler sagen, das Spiel war nicht in Ordnung, dann wird es, glaube ich, sogar automatisch resettet und man kann es gleich direkt neu spielen. Das wäre also ein Novum zum Alten. Dann müssen wir, glaube ich, als Admins gar nicht mehr eingreifen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Also, ich auch nicht, ich habe es auch noch nicht erlebt. Das ist halt irgendwie so der theoretische Rahmen. Das müsste man tatsächlich irgendwo in einem Spiel finden, aber andererseits wollen wir das halt auch gar nicht, dass wir das finden. Also, Also am besten ist es eigentlich, dass wenn irgendwas nicht in Ordnung war, dass halt eben einer sagt, nein, das geht, war nicht in Ordnung, und der andere bestätigt das. Das kann man ja dann vielleicht im Chat kurz besprechen, wer das macht, weil dann ist es auf jeden Fall sicher, dass wir das sozusagen zu sehen bekommen und das administrieren können und dann eben es entweder resetten oder eben einfach werten. Aber der gute Punkt ist eben, wenn beide Spieler damit einverstanden sind, dass es in Ordnung ist, kann man halt eben es bestätigen und dann ist es bestätigt. Ja, und Jonesy, wir haben das schon getestet. nur noch nicht den Extremfall, dass beide nicht bestätigen. Den haben wir noch nicht getestet. Genau. Okay, habt ihr Fragen? Ist euch irgendwas unklar? Weil ansonsten würde ich dann zu den großartigen Rädern umwechseln und jetzt anfangen. Jetzt Bandcake. Genau, wir fangen mit der vierten Liga an. Genau. Achso, dazu zu den, das war noch das einzige Thema, was kam, das müssen wir auch vorher noch sagen, Rassencap. Wir haben den generell angehoben, weil wir das halt auch gemerkt haben, dass es irgendwie interessant, schwierig, herausfordernd, kann man noch ein paar Adjektive nennen, einsetzen kann. Guten Abend. Und da haben wir den etwas hochgesetzt, den Wert, so dass wir das jetzt gerade hinbekommen, dass wir nur eine Rasse tatsächlich haben, die auf den Gesamtcap gelaufen war, ne? Oder? Ja, die Orks, die sozusagen immer noch von als Überbleibsel, dass wir mal ohne Cap gespielt haben, sind die immer noch so extrem hoch, sind die einzigen, die den Rassencap reißen noch mit 9. Der Rassencap liegt jetzt zurzeit bei 8 pro Rasse. Und das ist eben von keiner einzigen Wahl jetzt getroffen worden. Die Orks genießen noch Bestandsschutz, deswegen wird da keiner rausgeschmissen. Und genau, auch das da, hat sich aber ganz gut. Ja, genau, auch da auf jeden Fall, auch wo kommen wir her? Ne? Es sind ja irgendwie sehr wenig Sachen und wir haben am Anfang gesagt, wir lassen es irgendwie komplett offen. Und dann haben wir danach das Rassencap gesehen, weil es sonst halt sehr unausgewogen wird, aber wir können da halt nicht irgendwie den Leuten jetzt sagen, ihr müsst irgendwie andere Rassen spielen und dementsprechend wird das jetzt so nach und nach nachgezogen. Das heißt aber, dass wir in den verschiedenen Divisionen dann, ich glaube es betrifft nur die erste Liga dort, aber irgendwie gucken müssen, weil dort sich zwei Rassen, glaube ich, sammeln und da werden wir dann bei der ersten Liga nochmal drauf gehen und schauen. Ja, das ist dann das Cap pro Division. Wir werden also auch jetzt hier darauf aufpassen, in der vierten und dritten und zweiten Liga, dass wir keine Rassenhäufungen in den Divisionen haben. Deswegen, das ist am schlimmsten in der ersten Liga. Da haben wir eine andere sozusagen Schwelle, wie jetzt in den vierten und dritten und zweiten Ligen. Aber wir haben von den Rassenverteilungen ist so, dass wir jetzt gesagt haben, maximal 2 pro 2 einer Rasse dürfen pro Division nur auftauchen in der vierten, dritten und zweiten Liga. Und in der ersten ist es ein bisschen anders. Da haben wir gesagt, maximal 4 bei den Orks und bei den Dunkelelfen maximal 3 pro Division. Genau, und ich glaube, jetzt haben wir genug geredet und deswegen würde ich das Rad einmal anwerfen. Ich wechsle dann in der Ansicht hier hin und her. Wir haben hier das Cheat vorbereitet. Das werden wir dann natürlich auch hinterher irgendwie alles wieder veröffentlichen, wo das irgendwie gelandet ist, sodass ihr es dann auch nach irgendwie sehen könnt.
Ich, wie gesagt, wechsle hier die Ansicht, dass wir das dann irgendwie haben. Genau. Dann fangen wir an mit dann? Liga 4, Division 1. Genau. Damit ist jetzt klar, die erste Person, die ausgewählt wurde, ist Country Egg. Dann genau, und der spielt das? Menschen. Genau. Dann ist jetzt der erste für Division 2. Also wir werden immer wechseln. Wechseln, genau. Nicht eine nacheinander durch, sondern Wag. Genau. Genau, mit Chaos Chosen. Lose halt noch weiter und in die 1 kommt Octo Chicken. Mit Gaven, den Samurai Pizza Rats. Ja, wir haben noch nicht von allen die neuen Teamnamen genannt bekommen. Oder vielleicht jetzt gerade parallel kriege ich noch welche, das kann sein. Dann habe ich sie aber noch nicht ins Excel übernommen. Na, wird es Odin? Es wird Odin. Der müsste dann in Division 2 kommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, mit Necromantic Horror. Genau. So, dann Division 1 wieder. Snotrocker. Haben wir da schon die Rasse? Ich habe da eine Vermutung, aber ja, Lizardman. Ich weiß es gar nicht. Genau, nämlich nicht Snotlings. Okay, weiter geht's. Also da jetzt ja niemand von denen, die ich angeschrieben habe, sich, also oder nur wenige sich beschwert haben, glaube ich, dass das jetzt auch richtig ist mit den Rassen. Uruks. Mhm. Uruks kommt in die 2. Ja, mit Menschen. Genau, und also du machst das sehr gut. Jetzt. Mhm. Charlie kommt in die 1. Ich glaube, das sind auch... Nee, ah, doch, Imperial Nobility. Ich dachte, er hätte auch Skaven gewählt. Aber da habe ich mich getäuscht. Genau. Dann haben wir... für die 2... Da Fiction. Du bist in der. Der spielt, glaube ich, Goblins. Jawohl. Okay. Ich schmeiß das Rad direkt wieder an. Ich klicke diesmal nicht irgendwie zurück. Nee, du kannst ja vielleicht jedes zweite Mal oder sowas rüber. Genau. Nobler Blackboard. Aber Orks durften nicht. Philipp links. Ich glaube, genau. Der spielt Black Orks. Okay, Black Orks hätte er nehmen können, Orks. Black Orks, genau. Ja, ja, schon klar, habe ich schon verstanden. So, dann sind noch ein paar offen. Weiter geht's. Und da haben wir Miss Napalm. Das geht dann als fünfte Position in Division 2. Mit Lizardman. Genau. Sehr schön. Dann der oder die nächste für Division 1. Cool Kiwi. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er geschrieben, dass das jetzt noch ein, zwei Tage dauert, bis das Team da ist, weil er noch im Urlaub ist, aber ja, vierten, ja. Ne, glaube ich. Genau. Ja. Ja, also Necromantic Horror. Genau. Ach so, genau. Generell zum Termin. Wir werden uns dann jetzt beeilen, dass wir alle Tickets versenden, dass ihr die dann auch möglichst schnell annehmt.
Ja, wir fangen aber mit den ersten Liegen an. Genau. Wir werden es von oben nach unten machen. Das sollte sich da dann noch irgendwie was ergeben. Wir hoffen es nicht, aber dass man da dann noch irgendwie drauf reagieren kann. Und genau. Deswegen Plan ist aber immerhin noch, wie wir es auch geschrieben haben, dass der 8. die Saison dann offiziell losgeht. So, das war MDK, den hatte ich noch nicht irgendwie gewürdigt. Der spielt Skaven. No. Und jetzt kommt Ascent. Ich weiß nicht genau, wie das ausspricht. Der spielt auch Skaven. Sehr gut. Ist wieder sehr gut verteilt. Ja. Also, machst du gut. Für Division 2. Division 2, wer soll da hin? Malle TB. Was spielt der? Zwerge. Zwerge, oh, sehr schön. Was haben wir denn da? Necromantic, Human, Goblin, Zwerge. Okay. Spannend. Für Division 1. Wen haben wir? Bendith. Mit Lizardman. Das passt, ne? Ja, genau. Das ist in 1. Ja, ja, das passt. Ich merke mich schon. Genau. Sehr gut. Ja, ich habe den anspruchsvollen Job, immer an den Knopf zu drücken. Deswegen. Ja, ja, und den Stream zu machen und immer den Monitor zu wechseln. Da kenne ich nichts. Das passt jetzt gerade. Sehr schön. Volle Multitasking-Fähigkeit nennt man das. Ja. Mit Skaven. Du hast die Skaven exakt so verteilt, wie sie verteilt werden sollten. Das hast du gut gemacht. Sehr gut. Kann ich auch ein bisschen was. Das ist gut. Cyberfiber. Mit Elfenunion. Ich gucke gerade, das verstehe ich nicht so schnell, aber egal. Okay, dann haben wir also 3. Kann da noch irgendwas passieren? Muss das noch irgendwie verteilt werden? Auf jeden Fall trifft es Lenny, der in die 2. Division geht. Mit Underworld. Einer der wenigen, der sich nochmal wieder an Underworld dran traut. Sehr schön. So, jetzt geht es darum. Azure oder Y? Wer kommt an die 1? Also Division 1. Es wird Y. Und dementsprechend. Und das wird funktioniert. Das letzte Mal das Rad für Season 4 gedreht. Und er kommt. Unglaublich, es ist Azure geworden. Ja, und ich habe es, glaube ich, dann falsch geschrieben, habe ich gerade gesehen, aber ja. Nee, es ist bei uns auch so geschrieben. Dann hast du es einfach falsch übernommen. Also ich habe es dann vielleicht falsch geschrieben. Egal. Na gut. Ja, tut uns leid, werden wir korrigieren. Ist richtig aufgegangen. Und ach, guck, ist ja richtig. Twitch ist nur falsch. Twitch, ja. Twitch hat es falsch gemacht. Genau. So, dann haben wir es hier nochmal als Bild. Damit ihr es besser sehen könnt, nehme ich mal posten kurz auch noch da mal raus. Genau, werden wir es nochmal kurz posten. Ja, da seht ihr dann die Zusammensetzung. Genau, für alle, die ja noch neu stehen haben, schickt mir bitte den Teamnamen. Erstellt eure Teams. Genau. Und wenn ihr die Teams erstellt, bitte ein schönes DBBL davor. Das ist ganz wichtig, damit wir das irgendwie gut finden können und machen können. Ja, ihr könnt auch bei den, die das jetzt noch nicht gemacht haben, die können es ja jetzt noch davor schreiben. Am besten. Genau. So, Season 4 kam weg. Dann sind wir bei Season 3. Du meinst Division 3?
Liga 3. Liga 3. Beides. Wir sind auch in Season 3. Ich meinte aber Liga 3, genau. Und genau. Weder Division noch Season meinten wir beide, sondern genau. Alles halt 3. Genau. Hier müssen wir auf Zwerge aufpassen. Weil wir drei Zwerge haben und die dürfen nicht. Auf Zwerge sollte man immer aufpassen, die sind so klein. Ich wollte gerade sagen, das ist halt. Danke, dass du ihn verwandelt hast. Es geht los mit Barry. In die 3-1. Zwerg. Ja? Oh. Ja. Okay, sehr gut. Der arme Kerl, der hat im letzten Spiel der Saison gegen mich gespielt und es tat mir so leid. Meine Jungs haben so performt, unglaublich. Und Garou kommt in die zweite aus dem Weg. Division. Genau. Mit Nörgel. Garou kommt. Dann jetzt für die erste Division. Wer steht da an? Krümelmonster. Das war doch. Der hat einen Teamwechsel gemacht, glaube ich. Ich glaube, der spielt jetzt Black Orcs. Mhm. Interesting. Die Rhineland Raiders, auch nicht schlecht. So, und da ist er, der Blattslurper. Gerade noch mal an Zwergen vorbeigerutscht. Ja, es können ja noch welche kommen. Blattslurper spielt noch mal Waldelfen. Aber komplett neu. Ja, neu, genau. Mhm. Okay, dann für Division 1. Oh, wen haben wir denn da? Oh. Genau. Hat auch das Team gewechselt. The man himself. Hat noch nicht das Team erstellt. Doch, gerade eben. Okay, wie heißt das? DBBL, Undead und Unskilled. Undead und Unskilled. Habe ich dir geschickt. Okay. Kannst du ganz in Ruhe machen. Genau. Dann schauen wir jetzt für Division 2. Wer kommt denn da hin? Und Ben, guck mal, die Runde ist vorbei und du bist dabei. Und du gehst Cube Farmer aus dem Weg. Ist das nicht toll? Kein Regentanz diese Saison. Wer ist das jetzt gewesen? Ben Cake. Okay, weil ich habe es nicht gesehen, weil bei mir läuft gerade Werbung. Ja. Okay. Ach, da oben bist du ganz rechts, ganz klein. Das kann ich aber nicht lesen. Ja, das war Ben Cake, also von daher. Okay. Habe ich richtig gemacht. Das Schöne ist, man kann es danach auf YouTube auch sehen. Ich lade es da hoch. So. Ja, aber wenn ich parallel hier Sachen eintrage, dann ist das immer ungünstig. Würde ich nicht wehren. Jetzt kommt es dazu. Nevota. Kommt in die 1, genau. Der aufstrebende Stern. Mit Halbling. Mit Halbling, wow. Das ist sehr schön. Ja. Ja. Hast du auch ein DBBC davor geschrieben? Cube Farmer? Ich glaube, ich habe DBBL geschrieben. Ja, DBBL ist auch okay. DBBL oder DBBC. Ich glaube, da haben wir am Anfang das uns mal vertan, was wir wollten und dann. Die meisten haben DBBC genommen. Ja. Mit Klammern? Nee, ohne. Direkt. Okay, habe ich mal angepasst. So, aber du musst weiter drehen. Das Rad. Ja. Ich gesagt, wollte das. Er lauscht lieber uns beiden noch ein bisschen. So, der Division nächste ist Whiskey. Ja. Genau, in die Division 2 kommt Whiskey. Mit Goblins. Wenn du jetzt hier eine schnellere Taktung haben willst, dann drehe ich direkt schon wieder. Dann musst du jetzt mithalten. Mit Goblins. Ja, also, Waffen. Sind wir in Division 1? Atem. Bei den Goblins gibt es ja jetzt gerade einen Bug mit den Bomben, glaube ich. Artem spielt Necromantic Horror.
Ich glaube, bei den Goblins gibt es zurzeit einen Bug, wenn der eine Bombe schmeißt, dass dann der Ball unsichtbar wird oder irgendwie sowas. War das nicht das? Ich weiß es nicht. Ja. Also da muss man ein bisschen... Vielleicht fixen sie es ja noch. Rairan ist in Division 2, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Der Bug ist behoben, okay. Ja, das ist ja gut. Mit Chaos Chosen. Ja, alles klar. Okay, danke. Das sind ja schon sehr interessante Kombinationen bis jetzt hier an Teams. So, ja, es sind noch zwei Zwerge unterwegs, ne? Ja. Mal sehen, ob die Zwerge in die Halblinge-Division kommen, oder? Christo in die 1. Ja, einmal mit Zwerge haben wir ja schon. Bei den Halblingen. Ja, sie meint ja, mal sehen, ob jetzt die zweite auch noch da reinkommt. In die 2 kommt dann, also Christo in die 1 hast du ja, und dann kommen ja, hab ich. Anubis in die 2. Mit Elfenunion? Ja, Elfenunion. Ja. Die ganzen Elfenteam in die Division 2. Ja, da kommen ein paar Zwerge rein, ja. So, in die 1, wenn ich das richtig erinnere, kommt dann Alex the Mad Cat. Was war das denn? Alex the Mad Cat. Genau, mit Lizardman. Passt. Dann geht es weiter. In die 2. Entschuldigung. Kommt Battlebus. Mit Shambling Undead. Das ist tatsächlich sehr schön anzusehen. Wir sind schon wieder bei der 1. Und in die 1 kommt Jungos Besitzer. Mit Imperial Nobility. Also, in die 2. Jetzt nochmal ein Zwerg. Jerun ist, glaube ich, Zwerg, oder? Nee. Nee, Nörgel. Nörgel, zweimal Nörgel. Oh, zwei Nörgel. Nörgel und Elf sind alles in einer Liga. Interesting. Und alles nicht deine, ne? Oder? Nee, alles nicht meine. Nee. Dafür kriegst du Aski, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und das wird... Chaos Chosen. Oh. Die Zwerge, die machen es ja spannend hier, wo sie noch reinkommen. Aber sie können jetzt schon nicht mehr in eine Liga kommen. Ach doch, jetzt könnten sie noch in eine Liga kommen. Genau. Noch geht's. Ja, und das ist ein Zwerg, Bisa. Oh, den hätte ich doch gerne in meiner gehabt. Ja, aber jetzt sind wir, jetzt mal gucken, ob jetzt 50-50, dass jetzt wir noch einen zweiten Zwerg in die erste Liga kriegen. Wer hat denn? Oder ich habe mich vertan. Das weiß ich nicht. Das werde ich gleich sehen. Reckons kommt auf jeden Reckons Fall in die hat Zwerge. Eins. Guck mal, dann kommen zwei Zwerge in die erste Division. Genau, und als letztes bleibt dann übrig... Centuris. Mal sehen, ob das Rad das auch hergibt. Vorsicht. Es hat geklappt. Centuris in die zweite Division. Mit Elfenunion. Ne? Sind die Elfenunion haben sich ja tapfer gedrückt. Ja, haben sich alle in eine Liga getroffen. Mhm. Ah, gut, so ist das. Waldelfen, zweimal Elfenunion. Undead, Chaos Chosen. Oh. Ich kann mich gar nicht entscheiden, gegen welches Team ich als erstes spielen will in meiner Liga. Das kannst du nicht entscheiden, das wird gelost. Ich weiß, aber. Man kann ja hoffen. Mhm. So, früh gegen Halblinge oder so, das wäre vielleicht noch ganz interessant. Wir sind schon auf dem Weg. Die Hälfte haben wir geschafft. Jetzt sind wir bei Liga 2, Division 1. Wer wird dort der Erste? Na?
Oddball. 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 Ja, da müssen wir, ich gucke mal ganz kurz, da müssen wir aufpassen in Liga. Ne, müssen wir gar nicht aufpassen. Doch, in Chaos Liga... Chosen. In Liga 2 müssen wir mit Chaos Chosen aufpassen. Okay. So, Division 2. Kein Team mehr, da ist aber jetzt kein Team mehr neu, ne? In Liga 2. In Liga 2 ist keins neu. Ja, doch, doch eins. Doch. Okay. Hier, unser lieber Chaos Cop, der wollte nicht absteigen mit seinem neuen Team. Okay. Naja, ich wollte gesagt, nicht von 1 in 3 zurück. Ich gehe in 2 und deswegen reichte mir das. Doc Tackleton kommt in die Division 2. Genau. Und ich kann die Taktung erhöhen, ich sehe es. Du bist gut dabei. Also, Division 1, wer kommt da hin? Janox. Rosa Rote Panther mit Old World Alliance. Genau, dann Old World Alliance. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Black Panther. In die 2 kommt. Ich würde es Dipe aussprechen. Ja. Mit Zwergen. Oh. Chaos Renegade und Zwerge, das ist ja auch. Hm. In die 1 kommt. Brülldreck. Mit Orks. Steht der? Mit Orks. Yay. Orks. Dann ja, ja, Brülldreck springt, glaube ich, immer Orks. In die 2 kommt dann. Na, springt er noch rüber? Ja. Gimperlot. Der spielt. So, Black Orks. Chaos, Renegade, Dwarfs und Black Orks. Das ist ja. Hm. Okay. In die 1 kommt Gauner mit seinem Underworld. No, aus der ersten. Den hat es in der ersten diese Saison nicht gut getan. Mhm. So, dann das nächste Rad. Und Wörnser. Das ist in der 2, ne? Wörnser ist in der... Oh, ja, ja. Ja, mit Undead. Ah. Da wird er Spaß haben. Ja, war das... war Wörnser nicht derjenige mit den meisten Kass? In der letzten Saison? Oder wie war das? Ja, frag mich doch nicht sowas. Das ist doch schon wieder 2 Tage her, dass ich das geschrieben habe. Okay. Ja, Kralli ist der nächste. Kommt in die 1, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und hat Chaos mit den 3 Fragezeichen. Dann in die 2, wer kommt da? Da kommt der krasse Coach hin. Was spielt er? Sekunde. Mhm. Ja, Wörnser hatte in der letzten Saison 32 Cass. Tamling Undead auch. Undead. Das ist noch kein Problem, ne? Da ist zweimal Undead drin. Ja, ja, 2 ist aber das, das Limit. Genau. Ja, okay. Der krasse Coach hat die absolute Leistung gebracht, ne? Die meisten Touchdowns mit Undead zu schaffen. Ja, ja, ja. Also das muss ihm auch erstmal einer nachmachen. Also, da haben sich dann welche in der Liga gefunden. Das könnte sehr interessant werden. Aha. Die Gewalttätigen und ja. Und die Weglaufenden. Genau. Nachtwache. Du bist in 1 mit... Elfenunion, glaube ich, ja. Elfenunion, sehr gut. Witzigerweise haben die beiden natürlich auch jeweils ihre Division gewonnen. Also Wörnser hat auf dem Weg einfach alles zu hauen und der krasse Coach hat auf dem Weg einfach alle im Staub liegen lassen. Ja, oder so.
Und Doc Max ist in der 2, in der Prügel, ja, gelandet. Oh. Mit Lizard Man, das ist ja auch nicht so. Das passt ja. Die können, oh, sich, die können ja auch was einstecken. Ich wollte kurz sagen, wir tun sich da alle bis jetzt irgendwie nichts. Was sagen wir denn zur 1? Wer geht denn da hin? Marian hat in der letzten Saison immerhin auch nur einen Touchdown zugelassen. Ja, genau, das stimmt. Ja, wobei die hatten auch nur 7, 6 Spiele jeweils. Ja, ja. Aber ist trotzdem gut. So, die Elfenunion, die, guck mal, die Elfenunion hat sich aber gerettet in die nicht so bashige Liga. Radengel hat es rüber geschafft, sehr gut. Die nicht nur bashige. Ja, ja, so. Nicht nur bashige. Marera. Oh, was hat er noch gespielt? Spielt in der 2, da? Lass es uns sehen. Er ist chosen. Ah. Okay, damit haben wir ja schon mal, hast du auch schon mal wieder erreicht, was wir erreichen mussten, dass wir hier niemanden umschieben müssen wegen des Caps. Sehr gut gemacht. Wenn du das in Liga 1 gleich auch hinkriegst, da wird es aber deutlich schwieriger. Da wird es deutlich schwieriger. Ja. Elf on a Shelf, Dark Elf. Okay. Es wird immer weniger. Wer kommt in die 2? Iriba kommt in Division 2. Mit Chaos Chosen. Passt das dann noch? Ja, ja. Du sagtest, es ist alles vorbei, ja. Also, die ist natürlich ein bisschen einseitig, zweite Division. Aber gut, ist halt so. Basti. Mit Menschen. In der 1, ja, das ist. Genau, Basti hat es aufgrund der Teamwechsel und doch in die dritte Liga gehen, gerade noch in die zweite Liga geschafft. Und Malte macht es spannend hier, bis auf den letzten Drücker. Jin kommt in die 2. Und jetzt ist die Frage: ziehe ich mich selber oder. Genau. Oder lässt du dich drin? Ja, genau. In welche möchtest du? Lass mich drin. Ich wollte eigentlich in die 1, aber ich nehme auch die 2. Kommst du nicht. Ich hab's gesehen. Du kommst in die Prügelliga, so soll es sein. Mhm. Aber hab vorher nochmal die Lizardmen in die 1 gegeben. Das heißt, dann schauen wir auch hier, ob das Rad wirklich jetzt noch mich ausspuckt. Kann alles passieren. Genau. Es hat tatsächlich geklappt. Sehr gut. Das heißt, vielleicht ist ein Teamnamen noch nicht gegeben. Naja, es wird wieder die Dead Street Boys. Ach, schon wieder Dead Street Boys, okay. Mach ich schon schnell wieder fertig gleich. So, dann haben wir 75% erreicht der Ligen. Jetzt kommt die erste Division. Genau, da müssen wir aufpassen. Auf Dunkelelfen und auf Orks. Auf Dunkelelfen und Orks, okay. Genau. Ja. Genau. Und zwar Dunkelelfen maximal 3, genau. Ja. Maximal 3 pro Division und Orks maximal 4 pro Division. Genau, alles andere ist egal. Okay, dann. Ja, klar. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist. Die Orks, die prügeln sich da oben. Ein bisschen. Und die Dunkelelfen halten mit. Die machen das unter sich aus, die Dunkelelfen und die Orks. Ah. Ja, dann. Ja. Leg mal los. Es geht los. Wer ist der Erste, der reinkommt? Ach, schau an, guck mal. Ja, schon mal der erste Dunkelelf. Ja, ich spiele aber nur einen Dunkelelfen. Ja. Stimmt. Wenn die 2 kommt. Nämlich Chaos Renegades. Mhm. Ach, einmal an Platz 1 stehen. Ach, super. Deka. Das hast du gut gemacht.
Mit Shambling Undead. Ja, die ganzen Orks und Dunkelelfen, die lasse ich alle bis zum Schluss. Dann können wir das einfach verteilen und ist besser. So, Kaneda kommt in die 1, wenn ich richtig aufgepasst habe. Ja. Kaneda kommt in die 1, genau. Mit Nörgel. Ach, sehr schön. In die 2 kommt Sprinter. Dunkel, gesehen. Ja. Ich würde sagen, das ist noch nicht allzu lange her, dass wir das gesehen haben. Black Panther und Sprinter dürfen aber nicht in dieselbe Liga als Meister und Vizemeister. Ich glaube, da gibt es keine Beschränkung. Das ist. Das dürfen sie. Das ist, war schon früher auch schon immer so. Das kann passieren. Ja. Also dadurch ist ja dann auch gesichert, dass es nicht das gleiche Finale wiedergeben kann. Insofern ist es ja sogar gar nicht schlecht, wenn sie in die gleiche kommen. So, Ginnifix ist der nächste, der gezogen wurde. Mit Orks. Okay, da haben wir einmal Orks in der 1. Alles klar. Dann haben wir in der 2 Dunkelelfen. Na, ich weiß nicht, was Cora spielt. Der Cora spielt auch Orks. Auch Orks. Guck mal, dann haben wir Orks schon mal aufgeteilt, die 2. Ja, sind nur noch 5 da. Würde sagen. Sonrex kommt in die 1, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da sind wir jetzt wieder. Mit Dunkelelfen. Dunkelelfen. Sehr gut, das ist auch schon mal aufgeteilt. Dann. Ja, schon ganz gut. Macht sich. Die 2 kommt und die 2 kommt. Jonassy. Der Er spielt auch Dunkelelfen, glaube ich. Er wird jetzt beim Weltcup. Auch mit Dunkelelfen. Vertreten. Sehr gut. Wenn du jetzt nochmal Dunkelelfen ziehst, dann haben wir die Dunkelelfen schon ordentlich verteilt. Arioso spielt sie und. Suaron Black Panther. Nicht. Nee, Suaron spielt, glaube ich, auch Chaos Chosen. Genau. Genau. Wie immer. Suaron in die 5. Kelda. Kelda spielt, glaube ich, auch Orks. Okay. Ja, du da. Richtig. In diese Extra ist ja schon drin. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt wieder zur 1, Division 1. Black Panther möchte bis in die 2. Warum kommt noch zu mir? Brace 77 kommt in die 1, wenn ich das richtig gesehen habe. 1, ja. Der ist mit mir ja auch gerade noch aufgestiegen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen hatten wir in unserer Division für den Aufstieg. So. Das sind, glaube ich, Orks von Lehman. Ja. Wer heiße war. Da sind jetzt 3 schon bei Orks. Es kommt maximal 4 rein, ne? Ja. Ja, es ist also bis jetzt noch alles sehr gut verteilt. So, wenn du jetzt noch einen Dunkelelfen in die 1 los, Arioso oder Black Panther. Ich mach's erstmal mit Tanne. Das sind, glaube ich, auch Orks, oder? Nee, Tanne spielt, soweit ich weiß, Imperial Nobility oder sowas. Jawohl. Wow. Sehr gut. Ja. Ja. Mit so. Nicht ein Spiel verloren in der letzten Saison. Respekt. Ja, ach. Nur wenig gewonnen, aber. Ach, Black Panther. Jetzt kommt er doch in die 2. Dann könnt ihr das. Ich glaube, da war irgendwie gerade das Rad machen. Kaputt. Ja, musst du nochmal machen. Jetzt wiederholst du das mal. So. Damit ist übrigens Arioso jetzt klar schon gesetzt eindeutig in die 1. Ja. Weil, wir können ja erstmal weiter losen, aber Cocaine spielt Orks, gut. Mhm.
Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Also, weil, wie gesagt, ein Platz ist definitiv schon weg jetzt für die Dunkelelfen in die 1. Mhm. Ich hoffe einfach, wir ziehen Ariose jetzt. Ja, du sollst ja jetzt für die zweite Division ziehen, ne? Mhm. Das mache ich. Das sind, das könnte schwierig werden. Ich glaube, das sind Orks. Ja, Elifas sind Orks, aber das ist okay. Da sind wir bei 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, genau. Das heißt, die Orks sind gesetzt und die Dunkelelfen sind eigentlich auch gesetzt. Genau, ich setze da mal Ariose schon mal rein in die 1 und welche Orks sind noch übrig? Wer ist denn noch Ork? Draconis Blade ist Ork. Damit ist die 1 voll, damit ist auch die restlichen beiden sind klar. Also damit kommen jetzt. Sollte ich Ariose in die 1 losen? Ja, solltest du. Hast du gut gemacht? Ja. Siehst du? Aber ich habe es auch schon eingetragen, hast es aber richtig gemacht. Genau, jetzt kannst du nochmal machen, wenn du jetzt Braddock oder Alex the Great ziehst, dann hast du auch alles richtig gemacht. Guck mal, wer es ist. Ich habe Braddock gezogen. Ich habe Braddock gezogen. Ja, perfekt. Mann. Ja. Guck mal, dann guckst du jetzt bitte, ob du jetzt Draconis Blade in die 1 ziehst. Dann braucht man sich um nichts zu kümmern hier. Dann ist es auch sogar alles richtig gelost worden. Genau, also jetzt. Das schaffe ich. Draconis Blade. Ah, okay, aber ich habe es ja schon gesetzt. Das, na, Gott sei Dank, sonst hätte uns noch jemand Schiebung unterstellt hier. Ja. Genau, also das geht nicht. Alex the Great kann nicht in die 1, weil dort die Orks von Draconis Blade rein müssen, damit wir da in die Division 2 nicht so viele Orks bekommen. Deswegen haben wir jetzt Draconis Blade in die 1 gesetzt und Alex the Great kommt in die 2. Genau, auch hier ist alles mit rechten Dingen zugelaufen. Draconis war die letzte Auslosung, auch wenn das schon wenig war. Deswegen haben wir hier nochmal den Überblick, wie es aussieht. Also, Shambling an Deck, Dark Elf, Orks, Dark Elf, Ork, Ork, Dark Elf, Ork, ja. Ein bisschen eintönig, das stimmt, aber Chaos, Nurgle, Ork, Dark Elf, Chaos, Chosen, Elfen, Union. Ja, also die erste Liga, die erste Division der ersten Liga ist auf jeden Fall viel, sag ich mal, bunter. Ja. Das stimmt. Aber gut, können wir nichts dafür, so ist Nuffel. Und dadurch, dass es so viele Orks und so viele Dunkelelfen gab, ging es halt nicht anders. Ja, vielen Dank fürs Losen. Hoffen, dass wir bald wieder andere bekommen. Genau. Genau. Wir werden jetzt so dieses Wochenende, die nächsten Tage, so schnell wir können, Tickets versenden. Dann hoffentlich auch schnell angenommen werden. Wie gesagt, von denen, die noch neue Teams erstellt haben, brauchen wir bitte die Namen, damit wir wissen, welches Team wir einladen müssen. Und dann werden wir, wenn die ersten Ligen ihre Tickets angenommen haben, die Divisionen starten und dann von oben nach unten, also erst die ersten Ligen, dann die zweiten Ligen und so weiter. Das machen wir deswegen, falls eben doch irgendwie noch wieder erwarten, jemand aussteigt oder das Ticket nicht annimmt, dass wir halt eben da reagieren können. Je schneller ihr es annimmt, umso besser ist es für uns. Und ja, es gibt noch eine Saison, das hatten wir ganz am Anfang des Streams gesagt, da warst du natürlich schon im Spiel, Black Panther. Wir haben gerade geguckt, wir haben jetzt zwei offizielle Saisons gespielt. Das heißt also, jeder hat ungefähr 20 Spiele jetzt auf dem Buckel. Laut Statuten, laut Regeln wollen wir maximal 40 Spiele mit einem Team ungefähr haben und deswegen werden wir also diese Saison und dann noch die nächste Saison spielen und danach gibt es einen Reset. Wahrscheinlich, ne? Oder vielleicht könnte ich auch sagen, man macht 50 Spiele, aber Tendenz, also so, glaube ich, geht dazu, dann einen Reset zu machen nach 40 Spielen. Genau. Also nach Saison 4 gerade, genau, ja. 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 Genau. Ja. Okay, dann würde ich mich auch verabschieden jetzt hier. Ja, vielen Dank euch allen fürs Zuschauen, fürs Dabeibleiben und fürs Mitmachen, Einbringen und auf ein paar schöne Spiele. In der bald startenden Saison.
Genau, ab Dienstag geht es spätestens los. Wir brauchen dann noch ein bisschen eure Unterstützung, dass ihr auch die Tickets annehmt. Genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns auf dem Feld. Habt alle einen schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.